Servus! Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Heimspiel! Die Turnwagenmeisterschaft heute auf dem Nürburgring. Beide Rennen der Lobby 1 und Lobby 2 bei mir. Also, bis gleich! So, liebe Freunde, es ist ja auch ein Trailer hier bei der TWM am Start. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit.
Somit einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur TWM. Heute auf dem Nürburgring. Wir sind 13. November, haben dann quasi nach diesem Rennen noch drei vor Weihnachten sind wir dann mit der Liga durch. Und ich bis jetzt würde ich sagen, wir haben einen riesen Erfolg gehabt. So, Freunde. Also, Nürburgring. Haben wir gesehen, haben wir die Strecke. Ich blende euch mal ein. Die Tabelle, die Fahrertabelle. Ich lese euch vor. Wer es nicht lesen kann, dann sage ich es euch. Alt, sorry, das war die falsche Tabelle. Das war natürlich die, was ich nicht wollte. Ich wollte die. Ich wollte eigentlich. Da sind wir zu Hause. Liga Nummer 2. Genauso spannend wie Liga 1. Also da tun sich diese beiden Ligen wirklich nichts. Ich kommentiere sie wirklich gerne. Da kann ich euch auch Marcel ans Herz legen, der so E-Sport ist auch da. So, lesen wir halt kurz mal, bevor wir das Ganze vorlesen, Jungs, die ganzen Follower quasi im Chat. Der E-Sport Monkey ist da. Der Halbe ist da. Vielen, vielen Dank nochmal für deinen Follow. Danke dir. Dann ist der American Cop da. Der Nürburgring Pix ist da. Der Röni ist da. Ja? Das sind so erstmal die Leute, die sich erstmal im Chat begrüßt haben. Es sind noch ein paar andere da, die im Hintergrund ein bisschen schüchtern sind. Ist aber alles kein Thema. Problem. So, also, Liga Nummer 2. Wir fangen von unten nach oben an. Im Augenblick haben wir auf dem 7. Platz ist Dark Heuer, also MSC Dark Heuer Racing. Da haben wir den Reliefer. Da ist der das Chameleon. Und da ist der Schaubi mit 6 Punkten. Dann haben wir Schneider Racing Team Weiß. Das ist der Toffi, das ist der Paul und der Miko. Mit 11 Punkten. Die beiden sind die Plätze nach unten gerutscht. Und dadurch Platz nach oben haben wir auf Platz 5. Ihr seht es an dem Pfeil nach oben. Die Road Dogs Performance haben wir. Achso, du bist auch da, Skywinger. Achso, du verratst. Ja, okay. Gut, ich behalte es für mich, dass du nicht da bist. Das ist kein Problem. So, der American Cop, der Zimbo und der Madness hier. 18 Punkte. Auf Platz Nummer 5. Auch Plätze nach unten gegangen. Da haben wir nämlich einen Wechsel an der Spitze gehabt, nämlich. Na, auf Platz 4, DTM Challenger mit dem E-Sport Monkey und dem Schlachti, 20 Punkten. Schneider Racing Team Schwarz, der Nobby, der David und der Rainer, 38 Punkte. Jetzt haben wir Platz 2 und da gab es, wie gesagt, den Führungswechsel an der Spitze. Von der 1 auf die 2 runter ist Ghostbusters Racing. Vielen Dank, Herr Sitt, und einen wunderschönen guten Abend an dich. Danke dir für den Witz. Und der Janek ist auch da. Vielen, vielen Dank. So, ich sage Ghostbusters Racing, die beiden Fahrer Flabberking und Ivani mit 51 Punkten auf Platz 2 im Augenblick. Und UMF Sim Racing, da haben wir den No Nickname, den Maestro. Und da haben wir den Los Nino mit 58 Punkten im Augenblick auch an der Spitze. Entschuldigung, ich muss mal niesen. So, also, das haben wir. Jo, Quali läuft. Ich bin auf dem Weg, Sid. Und dann geht's gleich los. Jo, hab ich mitbekommen. Danke dir, Janik. So, Freunde. Dankeschön, danke. So, also, Quali läuft. Ja. So, der Rainer ist auch da. Rainer und sonst keiner. So, also, 10 Minuten Zeit. Jungs, wie gesagt, der Olli Weber. Danke dir, Olli. Vielen, vielen Dank. Herr Frank ist auch da. Schön, dass er da ist. So, Freunde. Quali ist am Start. So, jetzt haben wir quasi die erste Runde. Jetzt andere war die Boxengasse-Runde nicht ganz so wild. Wir haben was Neues eingeführt bei mir auf dem Kanal. Das heißt, es gibt jetzt regionale Speisen. Wenn ihr quasi Ausrufezeichen Mahlzeit eingebt, dann kriegt ihr die saisonalen Speisen aus der Region. Ja? Was ist das? Ein Nichtschnitzel. So, Ausrufezeichen Mahlzeit. Und dann habt ihr hier aus der Region den Topfkuchen. Also, wenn der Nürburgring Pix
kennt es vielleicht, das Gericht. Ich kenne es nicht. Ist ja regional. Na? Das ist quasi ein Topfkuchen. Fränkische Bratwurstbitte. Ja, da müssen wir auf Norsing sein. Ist kein Problem. Na? Genau. Auch Schnitzel. Ja, die Schnitzelpommes kriegst du überall. Kannst du aber auch als Österreicher auch nehmen. Und Ausrufezeichen. Prost, liebe Freunde. Das ist quasi die Flasche Bitburger. Auch Regionsbezug. So. Jetzt sind wir da Richtung Start und Ziel. Noch nicht so. Bin ehrlich, noch nie gehört. Ja, alles klar. Das ist schön. Dann fragst du mal bitte die Sophie. Die könntest du vielleicht dann sagen. Lass lachen. Richtig, SRT. So, also ich glaube, ich brauche jetzt zum Nürburgring mal nichts sagen. Der Nürburgring ist ja eine der liebtesten Strecken weltweit. Nordschleife inbegriffen. Ja, du musst ja die beiden im Atemzug nennen. Werde ich machen, genau. Topfkuchen. Ich kann es dir auch nochmal schreiben dann. Na, also wenn du erholst, am besten einfach in den Streamer mal. Also, wäre mal schön. So, die erste Zeit haben wir, liebe Freunde. Vom No Nickname 1:55.108. Bestzeit im Augenblick. Legend Minko haben wir 1:56.722. Davor, jetzt kommen die anderen. Ja, jetzt warten wir mal. Geht's ja nämlich Schlag auf Schlag. Das ist eine Strecke, die so in der Eifel, habe ich mal mir sagen lassen, soll recht bekannt sein. Ja, soll auch daneben, so ein bisschen nebendran, so mal eine grüne Hölle oder so. Weiß nicht, ob das was zu essen ist oder so. Kann ich da nicht sagen, also. So, ja, hallo. Eins, sehr schön, dass du da bist. So, also. Röni, ich hoffe, du weißt es vielleicht. Könntest dann das vielleicht so übernehmen dann so. Also, Zippo haben wir auf Platz Nummer 2. Hier mit 1:55.118 hier zweiter Platz. Dann der Nobby hier mit 1:55.618. So, für wen fährt das Zippo? Ja. Ach ja, Road Dogs, genau. Guten Abend an die Moni. Schön, dass du da bist, Moni. So, also, der Schaubi haben wir dann auf dem 4. Platz 1:55.819. Ivani fährt heute für die Ghostbusters. 1:56.349. Die grüne Hölle ist die Nordschleife, weil die Nordschleife sehr im Wald ist. Ah ja, Janik, ja, vielen Dank. Alles klar, danke dir. Danke. Ja, muss jetzt nochmal schnell gucken, deswegen. So, American Cop. 1:56.409. Nochmal verbessert auf 1:56.268. So, den Mingo aber. Der Big Boned Boy. 1:56.775. Dann haben wir Schneider Racing Team Weiss. Hier mit Paul. Good Cat. Schön, dass du da bist. 1:57.041. Hier für den Paul. Der Los Nino 1:58.091. Schauen wir mal, ob er noch die schnellere Zeit hinbringt. Jo, 1:57.393. Schiebt sich damit auf den 10. Platz vor. Flo, Flappy King ist auch noch da. Hat aber noch keine gezeitete Runde gehabt. Den wird er noch schaffen. Wir haben noch Zeit. Von daher alles kein Problem. Grüne Hölle, Grünkohl mit Chili. Wäre möglich. Ach ja. Lieber Sid, gib mal Ausrufezeichen Speisekarte ein und mal schauen, ob dir was auffällt, bitte. Ja, Moni, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich guck nochmal. Bei Nobby, Schaubi. Guten Abend, Jutti. Ich hoffe, dir geht es gut, Jutti. So, eSport Monkey haben wir hier. Normalerweise muss es funktionieren. Ich will noch mal gucken. eSport Monkey haben wir 1:58.355. Warum das denn nicht so knapp wie ich?
Er muss funktionieren eigentlich. Ja. So, Etzeler. Keine Ahnung warum. Mal gucken, ob dir was auffällt, Herr Kollege. Ob dir was auffällt. Oh. Fällt dir was auf, lieber Sid? So, jetzt schauen wir nochmal hier. Was der. Hat's gefunden. Hat's gefunden. Oh. Okay, E-Sport Monkey, das war glaube ich jetzt nicht so geplant. 1,58,335,355. Bleiber King hat ein bisschen länger gebraucht. Geht jetzt auf seine gezahlte Runde. Ich hoffe es, es ist okay, Sid. Hast dich ja die ganze Zeit schon beschwert. So. Der braucht noch. Letzte Zeit. Da war er in der Box mit der 1,54er Zeit. Deswegen hat sie nicht gezählt. Deswegen ist sie jetzt noch da. Jawohl, sehr schön. So, sind wir noch auf der 2. Nobby auf der 3. Moni, wo dein Sohnemann ist, kann ich dir leider nicht erklären. So, Schaubi auch noch auf der 4. American Cop auf der 5. Ivani auf der 6. Little Minko auf der 7. Dann haben wir unseren Big Boned Boy auf der 8. Zeitverbesserung jetzt hier vom Los Nino als 56.871. Paul auf der 10. Keine Zeitverbesserung bei ihm. Beim Monkey steht, Los Nino fährt müsst, wir mal stehen. Okay. Ah. Hat der Sohnemann der Mama wieder nichts gesagt? Ja, Moni. Ich hoffe, du bleibst trotzdem, du hast ein bisschen Spaß mit uns hier im Chat. Und würde mich freuen. Jetzt verstehe ich auch, dass du dann den Abend anders gehst. So, offizielle Zeit vom Quali ist vorbei. Jetzt haben wir quasi noch 3 Minuten Restlaufzeit. Jetzt geht er in die letzte Kurve quasi der Schaub. Ja, der Schaub ist aber schon der Flapper King. Und wir gucken mal auf die Zeit. Vom Kollegen Flapper King. Der hat jetzt den 7. Platz. Und beim Sid eskaliert schon wieder. Der Sid eskaliert schon wieder und schenkt dem Nacho einen eigenen Rennsitz. Also sprich das Abo. Dem Nürburgring Pix schenkt er ihm. Der Skywinger, der nicht da ist. So. Der Stefan bekommt einen. Und dann muss ich nochmal nachgucken, weil mir wird einer immer nicht angezeigt. Der einen Rennsitz. Nur wissen wir. Meine Frage, da muss ich noch mal gucken. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Sid, für deine Abos. So, Freunde. Jetzt sind die 10 Euro fertig für den falschen Namen. Moni, dein Sohn ist heute nicht da. Ich kann ihn nicht falsch sagen. So, also, wir haben nochmal eine neue Zeitverbesserung hier vom Zimbo. Der hat sich jetzt auf die 1 geschossen. 1,54,930. No Nickname, 1,55,016. Schaupi, 3. Platz, 1,55,420. Nobby bleibt auf der 4. Ivani, 5. 6 American Cop, 7 haben wir den Flapper King. Lady Minko auf der 8. 9 ist Big Boned Boy. 10 haben wir Los Nino. 11 der Paul und 12 ist der E-Sport Monkey. So, Qualifying ist beendet. Vielen, vielen Dank für alle. So. Wir haben das 5. Rennen in Lobby Nummer 2 auf dem Nürburgring. Danach kommt Lobby 1 und ich wünsche es. Hast es? Den Maestro. Kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Den habe ich mittlerweile drauf. Mit J. Kann gar nicht sein hier. Hier reitet mich immer noch rein. So. Also, liebe Freunde. Wir haben Blitz auf Rot und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der TWM auf dem Nürburgring. Grabbel ist grün. Jeder kommt weg. Wir haben ein Rennen, liebe Freunde. Wir haben ein Rennen und los geht's. Guter Start vom E-Sport Monkey, der ist sich jetzt schon auf die 10 vorgeschoben. So, langsam. Bitte nicht schubsen, ne?
Wir haben Fahrzeuge dabei. So, ja, sehr gut. Also, alles soweit gut gegangen. Ich schaue nach hinten. Jo, alles gut. Da ist er ja hier, der Sohnemann. Einen wunderschönen guten Abend. Unser Maestro. Oh, da hat sich einer weggedreht. Da hat sich der Nobby weggedreht, liebe Zuschauer. Wir gehen in die Wiederholung und das in der Runde 3. Und da wird er geschoben. Oh, Konstellation. Und dann kriegt er den Schlag vom Teamkollegen sogar. Vom Teamkollegen von Schneider Racing Weiß. Das ist natürlich sehr, sehr eckig. Und er hat den Frontschaden. Und er hat viel, viel Zeit verloren. Unser Nobby. Sehr, sehr schade. Also, Nobby gibt alles. Rennen ist noch nicht vorbei. Frontflügel geht noch. Frontsplitter geht noch. Also, weiterfahren. Weitermachen. So. Dann geht's jetzt los mit dem Durchgang von den Platzierungen. Also, eins haben wir den Zimbo. Dann haben wir den zweiten, den Ivani. Bombenstart, Raketenstart von Ivani. Genauso wie sein Teamkollege Flapperking. Die beiden im Mercedes Ghostbusters Racing Team hat sich auf 2 und 3 vorgeschoben. So, dann haben wir No Nickname jetzt auf der 4. Big Bone auf der 5. Schaubi auf der 6. Schaubi kam nicht gut weg. 6. Platz. Lady Minko 7. 8 haben wir den Paul. 9 ist der American Cop. Und da sind die Scheiben schon an. Da gibt es schon wieder für den American Cop hier eine Boost von 5 PS, weil die Scheiben schon an sind, liebe Zuschauer. So, 10. Platz haben wir Los Niño. 11. Platz ist unser Monkey, hat nochmal Platz verloren und der Nobby leider etwas abgeschlagen. Komm, geht noch alles. So, wir gehen mal rein hier in die Konstellation um den Schaubi. Schaubi hat sich an dem Kollegen von Schneider Racing Team vorbeigedrückt. So, kriegt er jetzt aber Druck hier wieder von hinten. Vor sich hat er No Nickname. Und den Fabriking, oh, da hat er mal die Tür offen gelassen. Der Big Bounded Boy. Und da ist er halt mal durchgeschlupft. Zack, wie gewonnen, so zerronnen. Schauen wir uns das in der Wiederholung nochmal an, liebe Freunde. Zack, da seht ihr, reingestochen. Hat der Schaubi wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Da haben wir noch einen Drift bei uns. Und nicht schlecht. Und da vorne geht der No Nickname etwas weit in seine McLaren. Wir haben ja wieder eine wunderbare Konstellation an Fahrzeugherstellern wieder am Start. Wenn ihr wisst, wenn die TWM losgeht, dann habt ihr immer die wunderbarsten Hersteller hier am Start. Das heißt, so, da bin ich aber nicht hin. Ich bin da hin. Der Porsche ist dabei. Ach ja, schon wieder. Danke. Ja, genau, Skywinger. Wollte ich dich doch nicht mehr melden, habe ich gerade gedacht, du bist hier im Hintergrund. Nein, aber ihr seht, hat die Abos rausgehauen. Vielen, vielen Dank, Sid, für deine Abos. Du bist der Knaller, ehrlich. Hammerhart. Der Schaubi im Porsche. Big Pound. Hier, BMW am Start. Vorsicht, schiebt der McLaren. Ja, schade. Durch die Medienberichte hat man erfahren, dass ich fast den Querschläger gehabt vom Schneider Racing Team. Big Pound hat aber das Glück, dass das Fahrzeug stabil bleibt und er es noch abfangen kann. Naja, McLaren hat ja quasi, ich glaube, JP Motorsport oder so ähnlich, hat gesagt, sie fahren nicht mehr in der DTM und machen jetzt dann quasi, fahren irgendwie europaweit weiter. Wahnsinn, so, jetzt wieder in den Tränen. Schau, wie muss ich werden jetzt gegen beide Teamkollegen hier von Schneider Racing Team. Schneider Racing Team schwarz und weiß hier im Flug auf den Porsche. Also beide BMW-Fahrer versuchen sich hier den Porsche-Fahrer zu krallen. Und es schaut doch mal richtig geil aus hier, wenn sich nicht nur der Porsche gegen den schwarzen BMW, sondern auch gegen den weißen. Ja, genau. JP. Wir fahren World Series, genau. So, ja, paar Zufall. Ja, genau. Ja, das ist richtig. So, wir gehen aber mal nach vorne, liebe Freunde. Da geht's hier richtig rund. No Nickname hindert den zwei Slimer-Autos von den Ghostbusters. Oh, da hat hier der Ivani etwas später gebremst. Dadurch Flapperking an ihm vorbei, aber wieder vorbei, weil er zu schnell war. Jetzt geht's hier durch Schumacher S mit den beiden Mercedes und von hinten schiebt der McLaren. Wer? Slimer? Bist du Amerikaner oder was?
Gurke bringt nichts. Nein, Spaß beiseite. Meinst du, JP-Modus? So, jetzt kann sich hier Ivani ein bisschen absetzen von seinem Teamkollegen. Jetzt haben wir wieder eine heikle Stelle. Na, ja, sage doch JP-Modus. Ja, 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 der schiebt und drückt hier schon wahnsinnig. Und da hast du hier das Duell. Schau mal an, was das hier für ein Formationsflug hier ist. Und wir haben erst Runde 3, beziehungsweise jetzt 4. Wahnsinn, was geht denn heute Abend schon wieder ab, liebe Freunde? Hier wird schon wieder Motorsport geboten vom Feinsten. Nach vorne haben wir den Zimbo, der fliegt schon weg hier mit knapp 5 Sekunden. Dann haben wir Ivani, der zieht quasi den ganzen Tross hinter sich her, seinen Teamkollegen, den Flapper King. Dahinter haben wir den No Nickname. Schaupi mittendrin kämpft immer noch mit dem BMW vom Big Bound. Na, also, was für Duelle heute schon wieder in der Anfangsphase. Und wir haben noch 45 Minuten knapp. Haust da doch in Vogeln aus, würde ich sagen, liebe Freunde. Also, Motorsport at its best hier auf Nürburgring. Und das macht, egal ob es jetzt Liga 1 oder Liga 2 ist, und schaut euch mal das an. Was wir für Zweikämpfe hier haben. Wie geil ist das denn? Hä? Wie geil ist das denn, dass du hier solche Duelle hast? Na, und hier schenkt keiner was. Hier ist eben auch die Teamkollegen am Feinden. Natürlich sprechen sie sich ab. Aber das macht's doch aus. Motorsport at its best, liebe Zuschauer. Also, weiter geht's. So, schau dich deinen Haufen mal an. Da weißt du gar nicht, wo du hinschauen sollst. Welchen Platz. Wir müssen aber mal weg. Und Maxi King kommt mit dem Host rüber mit 4 zu 9. Vielen, vielen Dank, Maxi King. Und willkommen, ihr verrückten Racer. Nein, in der DTM nicht, nein. Die fahren World Series. So, dann gehen wir mal hier auf Los Nino. Der Teamkollege hier vom No Nickname. Der hat ein bisschen Abstand, knapp eine Sekunde vom American Cop. Der Teamkollege hier vom Zimbo. Ah, nimmt die Kurve aber sportlich. Ja, hier sind wir Platz 8, 9 und 10, weil hier unser Kollege Monkey auch noch mit drin hängt. Bisschen Abstand zu den beiden nach vorne, aber geht. So, bleiben wir mal kurz hier drauf. Ihr könnt gleich zum Überholmanöver kommen auf der Start- und Zielgeraden. So, jetzt wird er wahrscheinlich gleich ausscheren. Die Tür wird ein bisschen zugemacht. Kommt aber noch rechtzeitig zum Bremsen. Ah, doch ein Tickchen spät. Kann sich aber behaupten jetzt in der Innenkurve. Na, ein bisschen später, wenn er jetzt quasi überholt hätte, dann wäre der Bremspunkt definitiv zu spät gewesen und er wäre ein Stückchen geradeaus gefahren. Dadurch hätte er dann den Platz verloren. So, also American Cop hier vor Los Nino und hier dem E-Sport Monkey. So, wie schaut es denn hinten aus mit dem Paul? Paul, 5 Sekunden hier hinterm E-Monkey. E-Monkey, ja, genau. Das hört sich an. Über E-Sport Monkey, ja. Sehr geil. Und der Nobby Bert hier hat jetzt schon aufgeholt. Es waren über 20 Sekunden. Jetzt sind wir bei knapp 9 mit seinem BMW. Hat aber immer noch den Frontschaden hier. Und da wird er auch deswegen nicht vorher in die Box gehen. Und denke mal, wird ihn dann reparieren lassen und dann geht's aufwärts. So, also, Zimbo sind wir da. Zimbo haben wir von den Road Dogs. Road Dogs hier, starke Performance im Augenblick hier. Schon 7,3 Sekunden Vorsprung. So, jetzt haben wir dann das Überholmanöver leider nicht gesehen, aber das macht nichts. Dafür sind wir jetzt live drauf. Ja, live bei Sky. Nee, doch nicht wirklich. Voll im Sponsor-Feeling. Nee, No Nickname hier auf Position 3. Flapper King auf der 2. So, jetzt wird der Angriff wahrscheinlich auch kommen auf der Start- und Zielgeraden. Von hinten schiebt aber jetzt der Mercedes. Jetzt schert er schon aus. Flapper King macht die Tür zu. Dabei kommt er dann nicht vorbei. Ah, Verbremse hier. Verbremse und was der Abflug, liebe Freunde. Was der Abflug. Schauen wir uns das Ganze nochmal an von Flapper King. Da war er definitiv zu spät auf der Bremse. Und dann, ja,
Dann dreht sich doch noch der No-Nickname weg. So rum. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, da war es dann leider schon zu spät, aber dann haben wir gesehen. Ah, ist das ärgerlich, liebe Freunde. Konstellation leider. Und jetzt hat er sich so weit zurück. Ist er so weit zurückgefallen, dass er jetzt auf der 6. Position ist. Hier sehen wir den Kampf vom Teamkollegen Los Nino gegen den American Cop. Also sehr, sehr schade. Hat es da noch weggedreht. Schade, schade, schade. Moni, ne? Ja, da feiert auch die Moni. Da fiebert auch die Moni mit den Jungs natürlich, wo sein Sohnemann auch mitfährt. Ja. Passiert aber manchmal im Rennen geschehen und ist natürlich ärgerlich. So, Lever King durch den Verbremser dann auf dem 4. Platz zurückgefahren. Big Bound hat sich jetzt auf den 3. dadurch vorgeschoben. Und bei allen blinkt quasi die Tanknadel. Und jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie die Strategien der Jungs hier ausschaut. Ja, der erste ist Timbo, der über 10 Sekunden Vorsprung hat. Hat auch die schnellste Rennrunde mit 1:54.54.7. So, schau mal an hier, ja. Also unterschiedliche Strategien hier. Leverkin geht schon rein und beide bleiben draußen. Ivani und Big Bound bleiben draußen. Sehr schöne Kameraführung im Augenblick hier. Wir sehen sie auf der Start- und Zielgeraden. Und hier Mercedes gegen BMW. Das deutsche Duell hier um Platz 1 in der 7. Runde, liebe Zuschauer. Kampflinie vom Ivani, muss man schon so sagen. Ne? Big Bound muss gucken, wo er vorbei kommt, aber schwierig. Ne? Starke Linie und starkes Kampfverhalten, muss man hier sagen, vom Kollegen Ivani. Ja, unterschiedlich. Jetzt ist er leicht besser rausgekommen. Big Bound sieht man schon. Probiert das vor der Kurve. Er probiert es. Nein. Ah, Jungs, lasst euch doch da Platz, ey. Lasst euch Platz bei der Situation und bei der Kurve. Bei den zwei Kurven hier kann man nicht überholen. Das gibt nur den Crash. Ja, hier wird gedrückt und geschoben. Das gehört auch zum Motorsport dazu beim Tourenwagen. Weil sonst könnte man Formel 1 fahren, da wäre es auch langweilig. Ah, leichtes Leckproblem. Ich weiß nicht, bei Big Bone schaut es zumindest aus, als wird das Ganze ein bisschen lecken. Dann gehen wir mal hier auf den Ivani. Ivani mit seiner schnellsten Zeit von 1:56.220. Wie schaut es bei Big Bone aus? 1:56.166 in der 2. Runde. Ah. Windschatten ist da. Ich weiß nicht, wer von den beiden wirklich schneller ist. Kann ich euch ehrlich nicht sagen. Könnt ihr das Gefühl haben, dass Big Bone etwas schneller ist? So, jetzt muss er in die Box, weil der Sprit ist definitiv leer. Da kriegst du bald keinen Tropfen mehr raus. Die beiden. Ja, eine Sekunde länger geblieben, der andere ist reingegangen. Mal schauen, wer von den Ghostbusters hier die bessere Strategie im Start hat. So, Timbo immer noch quasi in Führung, muss man ja so sagen. Der fährt jetzt quasi auf Start und zieht gerade gleich ein. So, nimmt quasi die vorletzte Kurve und jetzt geht es dann rechts Richtung Start und Zielgeraden. Und dann wird er die Führung wieder übernommen in seinem BMW M6. Ja. Da sind jetzt quasi in der Box drin. Paul ist jetzt auch in der Box drin. Ivani in der Box drin. Ivani, Big Bound. Und der Nobby. Also, zweite Boxenphase quasi für die anderen. Also, erste Boxenphase haben wir ja quasi von den einen Jungs. Jetzt quasi die zweite Boxenphase jetzt von den anderen Jungs. Was aber den ersten Boxenstopp bedeutet. So, also. Neue Tabellenkonstellation im Augenblick. So, dass der Zimbo auf 1 ist. Schaubi ist jetzt auf der 2. Ivani kommt jetzt raus auf der 3. Lever King ist auf der 4. Dann haben wir Let It Miko auf der 5. Leider kommt jetzt Big Bone raus. Der hat etwas mehr getankt. Also andere Strategie hier beim Team Schneider Racing. Wie gegenüber den Ghostbusters Jungs. So. Bleibt mir kurz drauf. Hier gibt es nämlich das Duell hier. Schwarz gegen Weiß quasi. Ja, und da hat es den Wechsel gegeben hier zwischen Big Bound und Let It Minko. Auf der 7 quasi der Unglücksfahrer von vorn.
ihr 1:55.566 seine persönlich schnellste Zeit im Flug mit seinem Kollegen, dem Los Nuno, jetzt auf 7 und 8. Die Sassi ist auch da. Hallo, einen wunderschönen guten Abend, Sassi. So, 9. Platz hier für den E-Sport Monkey. Dann haben wir den American Cup. Jetzt auf der 10. 1:56.680, Runde 5. Schnellste Runde für den American Cup. Ah, Moni, genau, jetzt angreifen. Beult ihr Team an. Paul auf der 11. 1:57.331, Runde 2. Die schnellste Zeit für ihn. Hat sie in der 6. Runde so einen kleinen Ausflug gegeben, so wie es ausschaut. Ja, Whisky wäre jetzt was. Ja, dann Ausrufezeichen Whisky in den Chat. Skywinger. Prösterchen. Ja? Und dann haben wir im Augenblick den Nobby mit dem 12. Platz. Hat natürlich ein bisschen länger gestanden, zwecks seinem Frontschaden. So, nach vorne, da haben wir ein bisschen Abstand und dann gehen wir doch mal auf Ivani und fahren mal in dem Fahrzeug mit. Komm, ups, Entschuldigung, da wollte ich hin. So. Ja. Ja, würde uns alle interessieren, Schaupi, wie es dir geht. Nee, lauf zum Kühlschrank, hol mir Cola mit karibischen Flair. Das kannst du auch machen. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Alternative zu meinem. So, Michael Schumacher S haben wir. Pedikurven, sehr gut. Gönnen wir jetzt ein. Jo, mach das. Und sag mal bitte dem lieben Jutti, möchte doch mal auf die Frage von der Sassi antworten. Das wäre sehr schön, weil sie hat gefragt, wie es dem Jutti so geht. So, also, Ivani, eine Sekunde hinterm Schaupi. Ja, auch da unterschiedlich. Ach, Jutti schreibt. Jutti, du brauchst keinen Roman schreiben. Es langt kurz und knapp. Hat mal jemand zu mir gesagt, vor kurzem, es langt kurz und knapp. Elsit. Danke, sagt mir geht's besser, Grossi. Danke dafür. Ja, bitteschön. Gerne doch. Na? Ah, vielleicht hat er es überhört oder war kurzzeitig mal nicht bei den Kopfhörern. Deswegen wollten wir ihn mal zur Info bitten, unseren guten Jutti. Aber schön, dass er zuschaut. Jutti, du bist aber schon wieder zu Hause, oder? Oder bist du immer noch quasi in Behandlung? So, Zeitenverbesserung hier vom Kollegen Ivani. 0,4. 0,4 Zeitenverbesserung. Eine Sekunde, 1,1. Dementsprechend, wie du aus der Kurve rauskommst, wird hier die Zeit gemessen. Nach hinten hat er knapp 3 Sekunden Vorsprung, der Kollege Ivani. Schau mal, wie es nach dem Schuhmacher ist. Auch schon fast eine halbe Sekunde. Ist er schneller, klar. Nach der Box geht es natürlich wieder schneller zur Sache, weil ja einfach die Reifen neu sind. Du hast zwar ein bisschen mehr Sprit dabei. Na, Fahrzeug wird zwar schwerer, aber du kannst wieder später bremsen und das macht's aus. Ah, ein bisschen kommt er besser aus der Kurve hier. Der Schaubi, bleiben wir mal da drauf beim Schaubi. Da wird wahrscheinlich auch eine neue Zeit am Start sein. Nach vorne geht im Augenblick nicht so viel. Muss ich sagen, da wird die Zeit auch um 12 Sekunden ausgebaut. Und jetzt schauen wir mal, letzte Kurve, was hier beim Schaubi drumherum kommt. Unser österreichischer Kollege hier in seinem Porsche unterwegs. Ja,
Nein, und keine Zeitenverbesserung. Aber Zeitenverbesserung hier vom Ivani. 1,55, 932. Was? Ich muss fahren. Ich muss kommentieren? Alle dürfen trinken. Ja, Boy Bundi ist ja auch da. Einen wunderschönen Boy Bundi. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr zwei seid mir echt die härtesten. Weil nach dem Stream ist vor dem Stream. Na? Wahnsinn, was die beiden hier rausgehauen haben. Und wie gesagt, da der Abflug vom Ivani. Ja, trinke doch immer. Ja, ich auch. Ja, die beiden, was sie beim Spendenstream rausgehauen haben und dafür den Kindern so ein riesen Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wahnsinn. Ne, also. Wahnsinn. Wir haben ja jetzt wieder quasi normales Rennwochenende, ne? Nach dem sehr, sehr erfolgreichen Spendenstream, nachdem wir den Spendenstream übertroffen haben. Ne? Es war geil. Ja. Wahnsinn, ey. Aber ganz ehrlich, wenn es euch nicht stört, sagen wir es mal so, beziehungsweise ihr euch das leisten könnt, dass ihr da das ausgeben könnt. Wow. Ja? Oder ihr habt gespendet. Ihr habt quasi bis dahin gespart und könnt das übrigens raushauen. Also wie gesagt, die Kinder werden sich freuen. Der Betrag ist bombastisch geil. Ne? Es ist unglaublich. Muss ich mir einteilen. Ja. Ja, die Sassi weiß das. Sie weiß ganz genau, was sie gemacht hat, ne? Und Boy Bundi? Sehr, sehr geil. Also, wir gehen nochmal die Reihenfolge durch. Wir fangen aber von hinten an, liebe Zuschauer. Wir fangen von hinten an. Ihr persönliche schnellste Zeit vom Nobby 1,55,81. 0. Und er ist dran an Paul. Er ist dran ans Paul. Wäre für meinen Führerschein gewesen, aber da es nie Stoppen gibt, das dachte ich mir, wir können schon losgehen. Ja, warum? Dürft ihr bei euch keinen Führerschein machen im Augenblick? Sind die Regeln schon wieder so hart, dass das im Augenblick gestoppt ist? Dass ihr, oder wie ist das bei euch? So, Paul, wie gesagt, nur noch 1,2 Sekunden vom Nobby. Da wird es dann bald den Angriff geben. Und da vorne haben wir auch den E-Monkey mit im Spiel. Da kann es dann in den nächsten Runden hier zu einem schönen Fight kommen, der 3. So, Paul aber auch ne. 0,6 Sekunden schneller. So, gehen wir mal zum American Cop. Oh, American Cop mit Schaden. Haben wir das eventuell drauf? Nee. G2 jetzt überall außer Lebensmittel. Ja. Nicht durchgeimpft oder will sich impfen? Also, wie gesagt, das ist ja jedem seine Sache, weil es ist ein Streitthema für viele. Für viele ist es einfach selbstverständlich, aber wie gesagt, wenn du es aber auch nicht verträgst, das ist es auch. Ich habe einen Arbeitskollegen, der verträgt das nicht. Was willst du dann machen? Du bist ja quasi abgeschnitten. War zu teuer eingeschränkt. Ja, also, es war. Es ist ja. Okay. Ist natürlich, klar. Tommy, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Ja, es ist ja, wie gesagt, ist jeden seine Entscheidung und muss man respektieren und darf man respektieren. Dass es natürlich dann die Leute quasi fast ausgegrenzt werden, ist natürlich. Bin ich schade. Weil der Mensch ist ja nichts anderes. Wie auch vorher war. So. Ah, Fehler vom Los Nino. Zu weit die Kurve genommen. Zu spät gebremst. Leider wie er will. Jeder will. Ja, klar. Alles mir. Ja, Joti. Es ist aber leider wieder Thema. Müssen wir leider so sagen. Wie gesagt, wir sind wieder in der vierten Welle. Das ist nervig. Jeder weiß es. Ich habe auch nichts gegen. Wenn sich jemand anders impft, wenn das will, Mensch ist Mensch, genau, ob geimpft geht, genau, sehe ich auch so. Ja, muss jeder selber entscheiden, mit seiner Entscheidung, mit dem, was er macht.
ich sag's, ganz, ganz schwieriges Thema. Für mich ist es trotzdem immer noch irgendwo eine Erkältung. Es wird trotzdem, finde ich, mehr draus gemacht, als es ist. Ja, es kann tödlich enden, richtig. Es kann aber die Grippe auch enden. Bin mal ganz ehrlich. Und damit sollte das Thema jetzt für heute auch gut sein, finde ich. Lass mal somit auch sein, ich glaube. Weißt schon, Mann. Dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Just Chatting-Stream auf und dann quatschen wir einfach mal über Gott und die Welt. Kann man ja auch machen. Ist ja kein Problem. So, also. Zurück zum Renngeschehen. Wir haben so lange genug darüber gequasselt und los geht's hier weiter. Auf Platz 7. Schneider Racing Team 2 auf dem 7. Platz. UMF No Nickname auf den 6. Platz. Jetzt Flabber King haben wir auf dem 5. Platz. Kriegt von hinten Druck. Okay. Ja, Jutti ist gut. So, Flabber King auf 5. Dann haben wir den Big Bone, jetzt schon 5,8 Sekunden weg. Hast du keine Vorerkrankung? So, Big Bone jetzt auf der 4, 2,5 Sekunden ist er vom Ivani weg. Und jetzt haben wir hier vorne immer noch das Duell, immer noch um eine Sekunde. Vom Schaupi und vom Ivani. Na, ich muss aber mal nach hinten schauen. Da hat es bestimmt schon... Oh! Was ist da los? Okay, die Reifen sind beim Kollegen Monkey jetzt wahrscheinlich nicht mehr die besten. Auf 12, dann haben wir auf der 11 den Paul. Der ist aber schon mittlerweile überholt worden hier vom Nobby. Ja. Und der macht sich jetzt auf hier Richtung American Cup. Hier nochmal Zeitenverbesserung, fast eine halbe Sekunde hier beim Nobby. Und liebe Freunde, liebe Damen und Herren, wie ihr seht, hey, wir haben nur noch knapp 22 Minuten vor uns. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit heute Abend schon wieder vergeht, ne? 22 Minuten haben wir nur noch vor uns. Das ist brutal, wie hier die Zeit vergeht, wenn du hier ein paar Fights hast. Richtig stark. So, American Cop hier, 10 Sekunden hinterm Los Nino, der wiederum knapp 7 Sekunden hinterm Netted Minko. Flabber King, 2,6 Sekunden, hat der Vorsprung vom Netted Minko und da sind wir dabei. Ja, liebe Moni, da müssen wir draufbleiben und da wird der Moni schon wieder ganz warm ums Herz, weil das geht um ihre Jungs. Da bleiben wir drauf. Mercedes gegen McLaren. Rechtslenker gegen Linkslenker. Frontmotor gegen, ich glaube, Mittelmotor. Müsste sein. Timbo immer noch mit der Schnellstrunde. Und die beiden hier aber im direkten Fight. 0,7 Sekunden. Ah, da ist er nicht gut rausgekommen hier. Flabber King. Ist er nicht gut rausgekommen. Ah, die Vorderräder schieben schon drüber. Also, wir haben ein Untersteuern hier. Ja, Sid braucht hier gleich nächsten Schnaps schon. Ja. Also, wie du auch siehst, wir haben ein Tumblerglas, einen Schwenker sozusagen. Lieber Sid, ich hoffe, du genießt es auch. So, also, Vorsprung ein bisschen ausgebaut von einem Nickname. Da ist der Lesnar so viel Zeit liegen. Unser Flabber King. Wie gesagt, die Reifen arbeiten im Augenblick gegen ihn. So, Reifen zwar. Und der Skopetz. Wenn ich es richtig ausspreche. Servus. Schön, dass du da bist. Ach, das Sid kann sich auch im Nachbetracht nochmal anschauen. So, und da. Oh, 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 oh. Big Bound, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Big Bound? Da war ein Fehler und wir gucken es uns nochmal an. Hat er geschlafen? Nein. Wenn wir eine Runde davor, müssen wir nochmal davor hingehen. Was ist da passiert, liebe Freunde? Ganz komisch.
Richtig, na, der Stream ist immer da. Na? Aber ihr wisst doch, mit dem zweiten sieht man was besser, aber mit dem ersten geht's immer noch. So, also, Autsch hier zwischen 5 und 4. Weiß zwar nicht warum, was da jetzt gerade passiert ist. Naja, das war jetzt nur ein Spaß mit dem, dass er schlafen hat irgendwie. Ganz, ganz komisch, muss irgendwas passiert sein. Vielleicht irgendwie Katze über das Lenker gelaufen oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht. Wir sind ja alle nur zu Hause und dann ja unser Rick. So, also, wie gesagt, no nickname jetzt auf der 4. Ivani immer noch auf der 3. 2,1 Sekunden, 2,2 Sekunden auf dem Schaupi. Der wiederum, ich bin schauen aber nicht mehr gut aus. Also, da geht es auch nur noch maximal 2 Runden hier für den Schaupi. Der jetzt mit knapp 15 Sekunden auf Platz 2 liegt. Weil vorne ein Zimbo, der hier, na, hier ein unglaubliches Tempo angeht an den Start. Er kann auch noch gute 2 Runden fahren mit dem Sprit. Dann passt es schon. So. Hier ist halt schon so. So, der Vorsprung wird ausgebaut. Ja, und da haben wir einen Schaupi. Und ich glaube, der Schaupi hatte, ich glaube, den Bremspunkt verpasst hier, liebe Zuschauer. Wir wollen in die Box. Ja, war ein Tickchen zu schnell. Ja, da muss er noch eine Runde fahren. Also, schöne Grüße an die Bremsen, lieber Kollege Schaupi. Der jetzt halt nochmal weiterfahren muss. Das war jetzt nicht so geplant. Da fragen wir doch mal lieber unseren Korrespondenten unten an der Rennstrecke. Lieber Sid, was war da los? Genau, was war das denn? Können Sie mir diese Frage beantworten? Na? Sie sind ja da mittendrin, statt nur dabei beim MSC mit freundlichen Grüßen. Naja, also ich bin dann mal wieder weg. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, Sassi, dass ihr da warst. Vielen Dank und schönen Abend noch. So, auch nicht schlecht. Ja, er war eindeutig ein Warverbremser. Wir haben es ja gesehen. Oh ja, Boxenlinie, ja, richtig. Gebe ich dir recht. Stay out, stay, richtig. Wir haben es vorher noch in der Fahrerbesprechung, hat es das Sid ja quasi noch gesagt. Ich stehe nicht in Kontakt mit Fahrern. Okay. Das war ein eindeutiger Verbremser. War definitiv zu schnell. Ihr habt ja richtig gehört, wie er nochmal hoch, wie er nochmal richtig beschleunigt hat. Und da war er definitiv zu schnell. Abseits eine Strafe geben muss, weiß ich nicht. Absichtlich war es definitiv nicht. Er hat einfach einen Fehler gemacht. Und es hat ihn auf jeden Fall genug Zeit gekostet. Sind wir mal ganz ehrlich. Von meiner Seite aus würde ich keine Strafe geben. Das muss aber die Rennkommission entscheiden. So, da halte ich mich natürlich raus. So. Timbo ist jetzt quasi in den letzten Zügen. Fährt doch noch eine Runde. Also, eine Runde geht's noch. Vincimbo, der seinen Vorsprung jetzt auf 16 Sekunden ausbaut. Ich glaube, wie gesagt, jetzt auf der 2. Wir schauen jetzt nochmal drauf auf den Kollegen. So, Bremspunkt. Ja, Bremspunkt. Richtig gepackt. Sehr gut. Jetzt kommt er in die Box. Ist aber uns eben schon mal passiert, dass der mal nicht einfach verbremst. So, Big Bound ist auch in der Box. So, Lady Minko wird jetzt auch gleich in die Box fahren. Da ist auch nichts mehr. So, Ivani wird sich jetzt dann auf den zweiten Platz vorschieben. Hat jetzt ja schon auf den führend, aber 50 Sekunden Rückstand. Also, Wahnsinn, was der Zimbo heute hier für eine Zeit vorlegt. So. Und dadurch haben wir Ivani doch auf der 3, weil der gute Schaubi doch vor ihm rauskam. 15 Minuten und 20 Sekunden haben wir noch zu gehen, liebe Freunde. Viertelstunde haben wir noch zu gehen. So, Ivani jetzt auf der 3. Dann haben wir unser No-Nickname. Da ist jetzt immer, da sind wir mit der 4. Ja, für den Platz jetzt für No Nickname. Im Schlepptau Big Bow.
Big Bound jetzt auf der 4, auf der 5. Dann haben wir jetzt hier den Flapper King. Flapper King mit lila Zeit, liebe Freunde. Lila Zeit haben wir im Sektor. Bleiben wir mal drauf bis zum nächsten Sektor. Ab mir die Zeit von Zimbo 1,54. Und unser Marvin der Convigno kommt mit 16 Leuten rüber. Servus, lieber Marvin und servus, liebe Motorsportverrückten. Herzlichen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz bei mir im Stream. Wir sind auf dem Nürburgring. Haben gute 15 Minuten noch zu fahren bei der Tourenwagen Masters am heutigen Abend. So. Hat er auch eine ganze Aufregung ganz verpasst, was er jetzt für Zeit gefahren hat. Der liebe Flemme King, aber gehen wir nochmal. So, Zimbo in der Box mit nur noch 2 Litern Sprit drin. Ja, Zeitenverbesserung, aber nur noch persönlich für den Kollegen Flemme King. Und der Sid haut nochmal 5 Abos aus. Der Sub-Zero, der GTIK. Und ja, und der Grinsler liegt hier ihre Abos. Habe ich noch jemanden? Den muss ich wirklich mal gucken, das wird mir nicht angezeigt. Ein 56.181 hier vom Flapper King. Keine Zeit mehr, was die persönliche Bestzeit hier angeht, wurde nicht verbessert. Also, dann gehen wir nochmal von vorne durch. Zimbo auf der 1, Schaupi auf der 2. Ivani haben wir auf der 3. No Nickname ist auf der 4. Dann Big Bound haben wir auf der 5, Flapper King auf der 6. Edit Minko auf der 7. Dann haben wir auf der 8 Teamkollege vom ja genau, No Nickname, danke. No Nickname auf dem 8. Platz sein Kollege der Los Nino. Dann haben wir auf dem 9. Platz haben wir jetzt unseren Nobby. Der Röni ist ja da. Hallo Röni, du sollst hier noch nichts trinken und musst dann noch fahren. Ja? Dann haben wir den 10. Platz im American Cup. Der Paul auf der 12 und auf der 11 und 12 haben wir unseren E-Sport Monkey. Herr Röni, bitte an die Information. Herr Röni, haben Sie Ihre Chantal jetzt wirklich abgestellt oder war das nur für die Saison? Aber wir bleiben beim E-Monkey mal drauf. Der hatte nämlich auch Zeitenverbesserungen im Sektor. 19 Runden haben wir bis jetzt gefahren. Knapp 12 Minuten gehen wir noch. Ah, Zeiten für No, Don't Drink and Drive. Genau, so schaut's aus. Deswegen nimmt der UT sich erstmal ein schönes Käffchen. Ein Teil gibt's nicht mehr. Warum? Wieso? Rini, warum? Es ist das einzige Auto, mit dem du zurechtkommst. Wenn die Scheibenwischer an sind. So, 12 Sekunden, Zeit ein bisschen. Röni hat jetzt eine Daisy, okay. Ne, die habe ich noch. Aber heiße Schokolade, Jutti, wenn du haben willst. Ausrufezeichen heiß. So. So, Schaupi, jetzt 3,3 Sekunden weg vom Ivani, hat sich ein bisschen abgesetzt. Hinten der Abstand zwischen 3 und 4 ist 2,3 Sekunden zwischen No Nickname. Ja, der Abstand auch zwischen. Was? Habe jetzt eine andere Frau. Ach, der heult auch immer. Also, Godzilla ist der Zweck, dafür ist es King Kong da. Ich lasse mich überraschen. So, also, vierter Platz hier. Mal schauen, ob da noch was geht. Ab der dritte Platz noch angegriffen werden können. 2,2 Sekunden ist schon ein gutes Polster, aber wir wissen ja, nimmst du die vorletzte Kurve beim Nürburgring zu weit, dann hast du ein Känguru, das springt dir quasi in den Graben und dann hast du ein Problem. Hat aber gut genommen hier, der No Nickname.
10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten. Runde 21 wird angebrochen. So, Flapper King 6,2 Sekunden. Den Mingo hier 1,6 Sekunden. Da könnten wir mal draufbleiben und springen mal in das Fahrzeug. Hier. Junge, ist der dunkel. Wie Sie sehen, sind Sie fast nichts. Brauchst du fast schon im Auto hier einen Scheinwerfer, dass du überhaupt was siehst. 1,7 Sekunden. Los Nino auf dem Podium. Dann geht's noch, das denn. Ah, keine Zweikämpfe da. Abwarten. Jetzt los. Okay. Das hat etwas komisch ausgesehen. Nicht, dass hier im Hintergrund schon wieder irgendwas läuft. Kann natürlich alles möglich sein. Nobby auf der 9. Wird schwer sein, Losino noch zu kriegen bei knapp 9 Minuten und 5,3 Sekunden. American Cop. Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr geben beim Paul. Paul hat den 11. Platz. Und beim Monkey sind es 3,7 Sekunden. Na, mal gucken. Jetzt schauen wir mal nach vorne. 1,2 Sekunden, no Nickname. Da könnte noch was gehen, liebe Freunde. Da könnte noch was gehen. McLaren gegen Mercedes. Hatten wir vorhin schon das Duell. Eine Sekunde Unterschied. Reifen schauen bei beiden Fahrzeugen eigentlich gleich aus. Ah, wieder der Verbremse vom No Nickname. Das sind die, ich glaube, die McLaren haben ein kleines Bremsproblem, wenn die Reifen nicht mehr ganz so gut sind. Ja, ja, Reifen sind identisch, aber jetzt hat er sich wieder verbremst. Das hat er aber vorhin schon mal gehabt. Also der McLaren. Mal gucken, wie gesagt, spannender Kampf bis zum Schluss. Ja, genau, die Moni feuert hier nochmal No Nickname an. So, jetzt gleich dranbleiben. Gleich kommt danach Liga 1 bei mir. Ich mache nur ein kurzes Pauschen und hol mir dann nochmal was Neues zum Trinken. Hab zwar noch was, aber ich brauche nochmal was. Und dann geht's gleich weiter mit der Liga 1. Also dranbleiben. Ich bin dann kurzzeitig ein bisschen Musik ein. ...1,55, 2,79 vom No Nickname. Die letzte Zeit. Wie schaut's beim Ivani aus? 1,56, 8,68. Also, er ist dran. Jetzt könnte schon auf der Geraden passieren. Ah, da kommt Ivani besser raus aus der Kurve. Jetzt geht's natürlich hier ans Beißen, Kratzen, Ziehen, Stechen. Hier mit dem Messer zwischen den Zähnen. No Nickname. Und vorne muss einfach der Kollege Ivani cool bleiben und muss hier halt dann schauen, dass er hier Kampflinie natürlich fährt. Jetzt geht's nur über die Kampflinie. Jetzt zweiter Versuch hier. Halbe Sekunde jetzt zwischen den beiden. Kommt wieder besser raus hier, Ivani. Da sehen wir schon hier die Schattenspielchen hier. Das kommt sehr, sehr gut. Ivani scheint den Boost nochmal gefunden zu haben. Auf der Bremse scheint er jetzt hier wieder näher zu kommen. CD-Meister, einen wunderschönen guten Abend. Sind Sie schon fertig? Und da der Verbremser hier, der Verbremser, das war die Entscheidung. Wahrscheinlich, oder? Entschuldigung, hast du mal zu Hause? Nein, doch nicht, er konnte es nochmal retten. Wiederholung nochmal eingeschaltet. Ich hätte gedacht, das wäre es jetzt hier für Ivani. Kurzer Verbremser, aber er hat es nochmal geschafft. Er hat sich, konnte sich nochmal retten. Und jetzt haben wir ein Beschleunigungsduell. Mercedes gegen McLaren, liebe Zuschauer. Runde 23, 5 Minuten vor Schluss. Es geht in die heiße Phase und es geht ums Stockerl, wie man in Österreich so schön sagt.
Kaum ist da CT, da geht's hier richtig rund. Gerade auf dem Weg nach Hause, schöne Grüße von meinem Vater. Ah, schön. Sehr geil. Herr CT-Meister, wenn Sie noch Bock haben, dann nach dem Liga-1-Rennen auf Urlaub, bin ich gerne bereit. Und Wahnsinn, wie die beiden hier fighten und es ist fair. Ah, Dirty Air hat aber jetzt noch ein Nickname und Moni geht hier richtig ab. Moni feuert das Team um UMF, um No Nickname und Los Nino an. Müssen wir jetzt draufbleiben, liebe Freunde? Das ist die heiße Phase. Gut, zwei Runden haben wir. Urlaub hört sich gut an. Sehr gut, HCD. Sie wissen ja, wo ich dann jetzt dann gleich bin und danach werden wir nochmal uns sprengen. Ah, Big Pound kommt näher, 1,3 Sekunden. Er könnte dann eventuell auch nochmal mitmischen. Zwei Runden wird es wahrscheinlich noch geben. Und da der Angriffsversuch hier vom Kollegen. Und er ist vorbei. Wir gehen in die Wiederholung nochmal rein. Wir schauen uns die Zeitlupe an. Auf der Bremse eingebremst, vorbeigezogen. Alles fair. Sehr geil. Sehr stark gemacht. Skywinger freut sich wie ein Schnitzel. Aber Ivani bleibt dran. Jetzt geht das Spiel andersrum. Mal schauen, ob jetzt No Nickname mit dem Druck zurechtkommt. Manche Leute kommen mit dem Druck besser klar, wenn sie vorne wegfahren. Manche mit dem Druck, wenn sie hinterher fahren. Ah, sehen wir hier. Haben wir jetzt noch unseren Big Bonnet. Der auch noch mit drin. Ah, da, 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 liebe Freunde. Leichter Fehler. Verbremse. Muss ich im Schuhmacher es dann kurz schauen. Jetzt muss er das Gas wieder finden. Rechts ist Sand und links kann ich gelaufen. Und da wieder der Fehler. Der Wagen hat. Oh, vom Ivani. Da hat er Zeitstrafe. Sogar Zeitstrafe, liebe Freunde. Das könnte mit dem dritten Platz sehr, sehr schwierig werden. Jetzt ist er dran. Jetzt muss ich Ivani sogar noch gegen den Fünftplatzierten hier verlieren. Strafe muss auch noch abgebaut werden. Jetzt ist er vor der Kurve vorbei. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schade. Er baute die Strafe. Jetzt baut er, glaube ich, die Strafe ab. Ja. Jetzt baut er die Strafe ab. Und jetzt wird es natürlich richtig schwer, für Ivani nochmal ranzukommen. 2 Minuten haben wir noch. Es könnte sogar noch eine Runde draufgeben dann. Wenn sie alle berechnet haben, sie haben alle richtig berechnet. Sehr, sehr geil. Gehen nochmal kurz. Ups, was war das denn jetzt? Sind jetzt gleich. Ja, mache ich doch mal. Da haben wir Platz 8 und da schaut es genauso aus. Hier auch, komischerweise. Ich habe ein Déjà-vu. Nein, ich meine. Ja, hier gibt es auch auf ein Funkloch. Bis später. Ja, bis gleich. Tschö. So, 8. Platz hier von Los Nino, der vor sich hier jetzt Lenin Minko davor zeigt. Und Theo ist auch da. Oh, da gab es die Berührung. Da gab es die Berührung hier vom Los Nino und Nobby. Nobby wehrt sich. Beinführung hier. Nobby hat die innere Bahn jetzt vorbeigezogen. Also, die Jungs geben hier wirklich alles. Schneider Racing Team gegen UMF. Ja, na, jetzt geht es hier wieder wirklich zur Sache in den letzten Minuten. Ich gehe noch mit der Reihenfolge schnell von hinten durch. Da sind wir mit Paul auf dem 12. Dann haben wir unseren E-Monkey auf der 11. Ach, dann erft die American Cop hier auf der 10. Los Nino hier im Fight mit dem Nobby auf 9 und 8. Dann haben wir Lenin Minko hier auf der 7. Level King auf der 6. Big Bound weit weg. Wird nicht drankommen. 1,7 Sekunden hier zu UMF. Nick, no Nickname. Hey, wenn es gut scheint, hier auf dem 3. Platz wird. Kommt er nochmal drüber? Schafft er es nochmal? Muss er nochmal eine Runde fahren?
Er muss die Runde nochmal fahren, der Unnickname. Und ich hoffe, der Sprit langt bei ihm. Genauso Big Bonnet. Boy muss noch eine Runde fahren. Ivani kommt als Fünfter durchs Ziel. Flipper King als Sechster. Wie schaut es hinten aus? Da geht es hier auch nochmal zur Sache. Hier. Dedet Mingo kann sich noch zu Wehr setzen. Ne? Siebter Platz. Achter mit dem Nobby. Neunter. No Nickname. Entschuldigung. Halt. Los Nino. Entschuldigung. Zehnter Platz kommt hier der American Cop rüber. Jo. Beim 11. sind wir hier beim E-Sport Monkey. So, alles gut. Spart gelangt. Passt. Letzte Runde, genau. Herr Paul, brauchen wir noch ein bisschen? Dann gehen wir in der Zeit dann nach vorne, weil die hier werden noch ein bisschen fahren. Da schaut aber beim E-Sport Monkey auch die Räder ganz schön verbraucht an. Muss man schon zugeben. So, 11. Platz. Gehen wir nach vorne. Dann haben wir den Kollegen Zimbo auf der 1. Der fährt quasi die letzten Meter. Vorletzte Kurve für den Zimbo und er wird für die Road Dogs würde den Sieg einfahren, liebe Zuschauer. 16 Sekunden Vorsprung für den Zimbo. Herzlichen Glückwunsch für den Zimbo. Sieg. Wie sieht bei den anderen zwei aus? Ah, scheint noch gerade so gut zu gehen. Dann haben wir den Schaupi. Schaupi fährt auf Platz 2 seinen Porsche. Herzlichen Glückwunsch, lieber Schaupi. Grüße nach Österreich. Dann schauen wir hier mit den letzten Tröpfchen Sprit. Wie gesagt, die Anzeige ist fast weg. Und dann haben wir No Nickname. Herzlichen Glückwunsch. Schafft es noch, den dritten Platz zu machen. Sehr, sehr starke Leistung. No Nickname, dritter. Big Bound hat alles probiert. Für den Platz. Was für ein Rennen, liebe Zuschauer. Was für ein Rennen am heutigen Abend. Und das war der Auftakt erst. Für Tourenwagenmeisterschaft am Samstagabend. So, Pole Position. Schnellste Runde für den Zimbo. Hier am Oberging. Wir gehen nochmal auf das Rennergebnis im Einzelnen drauf an. Wir haben den Zimba auf der 1, der Schaupi auf der 2, No Nickname haben wir gesehen, auf der 3. Big Bone Boy auf der 4. Ivani mit dem Teamkollegen auf 4 und 5. Wieder ein klasse Teamergebnis von den beiden. Lennart Minko auf der 7. Nobby hat sich doch noch auf die 8 vorgefahren, nachdem er ja am Anfang gleich einen Schaden hatte. 8 Platz, denke ich mal, ist so. Doch noch zufrieden sein. Dann haben wir Los Nino, der McLaren-Fahrer auf der 9, American Cop auf der 10, der E-Sport Monkey auf der 11 und der Paul auf der 12. Ich drehe mir ein kleines bisschen, dann haben wir die 1:54.547 vom Zimbo. Sehr stark gefahren, super Ergebnis hier von den Jungs. So, wir gehen mal kurz in die Übersicht. Gehen mal raus hier. So, ich gehe mal kurz raus. Genau, Moni ist zufrieden. Der Masdejo ist auch zufrieden. Sehr, sehr geil. Herzlich an euch. So, wir schauen mal nach der Lobby vom Rüni. Da können wir dann gleich reinspringen. Lobby 1 ist da. Die Leute sind auch fast schon da. Ich komme ja auch gleich dazu. Schnell zurück. Und dann blenden wir kurz Musik ein. Ihr könnt euch nochmal was zu trinken holen. Also, Liga Nummer 2 haben wir gerade gehabt. Dann blenden wir quasi ja, Nummer 1 ein. Damit lasse ich euch mal kurz in Ruhe. Ihr schaut euch die Tabelle in Ruhe an. Ich spiele Musik ein im Hintergrund und dann sehen wir uns. Bis gleich. Ja. We'll be right back.
Oh. So, liebe Freunde, bin wieder zurück. So, erstmal einen herzlichen Glückwunsch, einen wunderschönen guten Abend, Zimbo. Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch hier zum Sieg. Sehr, sehr geil gefahren. Was für ein Rennen von dir, muss man schon sagen. Dominiert haben heute Abend und gedacht, laut gewachsen. War stark, wirklich stark. So, Freunde. Also, wir gehen schnell die Liga 1-Tabelle durch. Da führt im Augenblick Team GPSR mit 123 Punkten, Slow-Mo Racing 184 Punkte. Ganz dicht gefolgt von GTRP Team Nummer 2 mit 83 Punkten. Dann HRM hier 62 Punkte, MSC Bildenstein 31 Punkte, Schneider Racing Team 15 Punkte und der Infant Elvis mit seinem Team Little Infight mit Little R und Marpol auf dem vorläufigen 7. Platz. So, Freunde, wir gehen gleich direkt rein in die Lobby. Und dann geht's gleich los. Nicht, dass wir wieder zu spät gekommen. So. Also, heute dabei. Bitte dabei. So. Mal was gegessen. So, heute dabei haben wir, fangen wir hinten an, meinen Frankfurter Bub, den Fleschermer Bub hier von Slow Racing. Dann haben wir den Frank noch dabei. Der Storm Louis ist dabei. Mondsucht. Unser Good Cat. Dann ist der Flash dabei. Little Aris dabei. Infant Elvis. Dann haben wir den Brain Pain. Der Schmidder ist dabei. Magnum. Mondsucht. Und Hayabusa, liebe Freunde. So, also. Viel Glück den Saarländern. Ist aber fies, American Cup. Wünschst du den anderen, die nicht zahlen, das sind nicht viel Spaß. Was bedeutet Liga 1? Naja, wir haben jetzt quasi Liga 2 gesehen. Jetzt haben wir quasi Liga 1. Wir haben quasi einen Shootout gehabt. Und da sind quasi die Leute, haben es quasi rausgefahren, in welcher Liga sie jetzt quasi fahren. Die einen fahren in Liga 2 und die anderen in Liga 1. Dadurch hast du ein Fahrerfeld, was relativ alle auf dem gleichen Niveau hast. Nicht, dass du einen, der überschnell ist und einen, der langsamer, viel, viel langsamer ist. Dadurch hast du jetzt quasi Chancengleichheit. Na klar, du wünsche ich den auch viel Erfolg. Ja, ach, jetzt auf einmal American Cup. Sehr, sehr geil. So, Freunde. Einmal das Getränk noch leer machen und dann ist neu. So, die 1,54 haben wir schon gesehen heute. Auf geht's, Menge. Genau, unser Highway Star sagt natürlich, dass jetzt gleich auf geht's gehen soll. So, na, wir haben noch 2 Minuten. Dann geht's Qualifying los. Wieder 10 Minuten. So, deswegen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Gerne. Und dann geht's gleich wieder los. Genau das gleiche wie in Liga 2. Genau dieselben Voraussetzungen hat quasi die Liga 1. Ja. Das ist eigentlich unser Schaupi eigentlich im Chat. Da muss Bier ins Glas. Ja. Ja, normalerweise ja. Weiß ich. Um. Ja, genau. Nur beim Streamen. Liebe nicht, aber ich brauche Flüssigkeit. Ihr seht's ja. Weil wenn man so ein bisschen quasselt, brauchst du Flüssigkeit. Und mir ist es jetzt egal, ob ich da jetzt eine Flasche stehen habe, auf Deutsch gesagt. Oder ein Glas da habe. Das war genau dieselben, wo genau dieselbe Flüssigkeit reingeht. Oder mir ist mir egal. So, alle Sektor 1, dann go. Viel Glück an alle, schreibt der Röni. Ja, Röni,
War es keine Chantal mehr? Jackie steht. Was? Jackie steht vor mir. Da trinke ich lieber Jägermeister, ganz ehrlich. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, lieber Jägermeister, aber. So, ich bin heute gespannt, wie sich heute die Jungs schlagen werden hier, weil die Strecke quasi am Nürburgring ist doch einer der Strecken, die wo eigentlich keiner wirklich nicht mag. Aber ich kenne eigentlich keinen, der was gegen die Strecke hat. So, Mr. Hiss ist auch mittlerweile da. Ja, also bei der Nordschleife ja. Verstehe ich, aber Grand Prix-Strecke, ich glaube, gibt es, glaube ich, wenige, die die Strecke nicht. So, 14 Leute, volle Lobby am heutigen Abend hier in Liga Nummer 1. Schaut's aus? Ja. Ich hoffe hier nicht, dass es hier die neue Daisy. Wenn es die neue Daisy sein sollte hier, Herr Rüni, dann passt sie nicht zu dir. Also, ich muss ja Scheibenwische nicht an. So, Infant Elvis. Fährt jetzt auch nochmal raus in Sektor 1 und dann geht's los, liebe Zuschauer. Qualifying beginnt in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Zehn Minuten Qualifying. Auf geht's! Ja, Bacardi kann böse sein, kann. Mittlerweile. Nee. Muss ich nicht haben. Moin, Gemeinde! Da haben wir einen Mountain King und wir werden ihn in der KWI einsetzen. Einen wunderschönen guten Abend. So, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, 1,54 haben wir vorhin schon gesehen vom Hayabusa. Mal gucken, was hier so der Kollege zappelt. Gehen wir mal hier mit auf. Wen gehen wir denn mit? Ah, wir fahren mal mit Infant Elvis mit und auf die Strecke. So. Dann auf geht's. GTRP. GTRP. ESC. GTS. GPR. Du ja auch ein Lied machen wie Fanta 4. Geht bestimmt auch irgendwie. Dann an allen. Prost. Prost. So, ich wollte jetzt eigentlich hier mit dem Kollegen Infant Elvis auf die Strecke gehen. Ja, aber. So. Platz erkämpft. Prost. Wieso hast du einen Hund von der Couchrunde, Marcel? Oder hast du den Spot schon an? Spot an. Lights on. So. Go, Elvis. Genau. Gibt's eigentlich Flaggen heute? Stimmt. Zum Schluss gibt's die schwarze Reiskarriere oder es könnte eventuell mal eine blaue geben. Nee, ich bin am vorbeigerannt und jetzt oben. Nee. Du Fiesling. Alles klar, 07682432210, einen wunderschönen guten Abend. Hat mir da jemand seine Telefonnummer hier reingeschrieben, als auch geil. Hört sich ja fast an wie beim Güni. Das kann ich mir bei Marcel so richtig vorstellen, wie er es dann so. Dam, dam, da, dam, da. Du an seinem Hund vorbei joggt. Au. Ah, geil. Okay, alle anderen müssen ackern, ja. So, also, wir haben die Boxenphase hinter uns. Ja, stimmt. Punkt 049 oder so oder 1 dazwischen. Das ist ja geil. Ja, könnte möglich sein. Man weiß es nicht, man munkelt. Hätte auch nicht so eine Agentennummer sein. Oder eine Zahlenkombination vom Aktenkoffer oder so.
Wenn es die PIN vom Bankkonto wäre, wäre es natürlich etwas schlechter. Ne? Kannst du eh nicht machen. So, wirklich. Oder keiner weiß, was heute endet. Das stimmt auch, Skywenger. So, also, wir haben in Mondsucht hier der zweite österreichische Kollege heute nach dem Schaubi, der jetzt auf der Strecke ist, fährt für Slow-Mo Racing. Wir werden jetzt gleich die erste Zeit sehen von ihm. Da haben wir die erste Zeit 1,55, 1,24. Röni 1,56, 4,65. Magnum 1,55, 5,03. Dann haben wir Hayabusa, setzt schon die Bestzeit 1,54, 5,33. Ja, Hayabusa schießt schon wieder den Vogel ab am heutigen Abend. Da geht aber auf jeden Fall die 53er Zeit. So, Frank 1,54, 9,97. Mondsucht haben wir gesagt. Dann haben. Ach, Liga 1 beginnt. Ja, richtig, Marcel. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe noch was vor. Danach können wir gerne in den Urlaub. Magnum haben wir auf der 5, 1,55, 5,03. Stormlui 1,55, 6,94 auf 6. Platz im Augenblick. Schmidder 1,55, 7,58. Dann haben wir Good Cat 1,55, 7,90. Ach, du kennst die Liga nicht so. Ja, warte. Marcel, also, kann ich dir empfehlen, so dann nächste, in 14 Tagen, da könntest du vielleicht die Liga besser kennenlernen. Da wäre so ein Termin für dich, glaube ich, ganz gut. Wenn man von Flaggenteufel spricht. Stimmt, da ist der Bierturbo ist da. Einen wunderschönen guten Abend, Bierturbo. So, Flasher mal, Bub. 1,55, 8,66, 9. Platz. Little Air mit 1,56, 2,31. Mr. Hizzy 1,56, 4,33. Röni 1,56, 4,56. Haben wir vorhin schon gesehen. Brain Pain 1,56, 4,68. Und der Infant Elvis. Ich kann den Witz schon wieder bringen. 1,56, 8,33. Darf ich dir auch was schicken? Ja, also beim nächsten Termin, wenn du Lust hast, dann dürfst du gerne, ja, Marcel. Also, ja, kannst du mal ausprobieren. Die Liga ist ganz gut. Musst aber am Samstag schon um 18.45 Uhr live sein. Am Samstag. Ja. Wäre nicht schlecht, wenn du das wärst. Ne? Also, die Zuschauer würden sich freuen, auf jeden Fall. Sind ganz nett hier. Machen auch Spaß. Also, genau, Biertube, erklär doch bitte mal der Moni, was die blaue Flagge ist. Also vom Fußball kenne ich es nicht. Da kenne ich immer nur gelbe und rote Karten. Die sind so... Ja, sicher, dass es Gefahr auf der Strecke gibt. Pullverbot habe ich. Sagen lassen. Aha, 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 okay. So, Flash ist jetzt in der Box. Letzte Zeit auch vom Flash und da haben wir die 1,53,940 gesehen. Der Audi vom Flash, von HRM, hat sich im Augenblick den Pull gesichert. Die haben sie doch... Nix, ja. Hab doch gesagt, die 53er Zeit ist drin. Der Bekloppte hier, nett gemeint, also nicht falsch verstehen bitte, nimmt beim Hayabusa mal eine über eine halbe Sekunde ab. Blaue Flagge bedeutet, dass man mit viel Wasser auf der Strecke zu rechnen ist. Doch klar. Das klingt eigentlich logisch, ne? Aquaplaning oder so. Okay. Marcel, merkst du dir das bis in 14 Tagen, dass blau Aquaplaning bedeutet? So, Hayabusa hier jetzt auf der letzten Metern hier auf seiner Runde noch und 1,54, 8,29. Nö, weiter auf 2. So, Mondsucht. Keine Zeitverbesserung für ihn. Frank ist in der Box. Magnum. So, unser Flasher-Mabub hier. Nochmal Zeitverbesserung als 55, 633. Konstante Zeit. Bitte als Flitzer auf der Strecke unterwegs. Er ist blau. Das ist doch klar. Bierturbo hat keine Ahnung.
Oh. Ja, Bitbound, David, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Starker Fight hier bei Liga Nummer 2. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Muss man sagen. So, Storm Louis, eine Zeitbesserung für dich. Der Schmidder hat Platz 8. Kommt nochmal aus der Box. Dann haben wir unseren Good Cat. Ja, dass es wieder falsch versteht. Wenn der Tag ist, dann auf Deutsch gut, Katze. Ja? Und gelb, zu viel Sonne. Hm? Blaue Flecken sind keine blaue Flagge. Ja, das stimmt auch, oder? So, Brain Pain auf 10, 56, 2, 3, 0 für ihn. Little R hat sich mit Platz 11 im Augenblick arrangiert. Miss Daisy, 12. Was ist jetzt mit dem Röni hier? Was ist denn das für eine Fahrzeugwahl hier vom Röni? Unglaublich hier. Dass du das morgen sagst, ja. Nobby, einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Schön, dass du da bist. So, Zeitenverbesserung hier beim Scheibenwischer Röni. Der auch unser Host ist am heutigen Abend. Schauen wir mal, was jetzt zum Glück geht. Dafür haben wir das denn. Der Flitzer auf der Strecke ist Xala. Doch, die Nudel. So, abgewunken quasi. 1,56, 1,74. Röni auf Platz 11. Röni auf Platz 11. Haben wir auf 12. Mr. Easy auf der 13. im Augenblick kommt jetzt aber nochmal über die Linie und mal schauen, was bei Mercedes noch so geht. Timo Kollege vom Hayabusa. 1,56, 1,80, Platz 12. Infant Elvis. Ich hasse die Strecke. Ich glaube, bei dir kommt es aufs Auto drauf an. Der Godzilla ist halt immer was anderes wie so ein Mercedes. Die Rollator Gang. Go, 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 schreibt der Jutti. So, also, Flash auf der 1, Hayabusa auf der 2. Im Augenblick. Flash und Mapup hier mit 1,54, 7,55. Unser Frankfurter Jung hier auf Platz 3 mit seinem BMW. Hello, heute noch einer, oder? Am Montag, ja, genau, da haben wir. So, auch letzte Runde für ihn. Schauen wir mal, kann Mondsucht nochmal? 1,54, 8,99. Kann sich aber nicht am Kollegen vorbeiziehen. Das war ein Frankhaus, ne? Da ist schon alles gegessen. Hier auch beim Magnum. Brain Pain, der fährt noch. 1,55, 6,30 im Augenblick. Platz 7. Ah, leichtes Hecktänzeln hier. 55 Sekunden haben die Jungs noch Zeit in der Quali. Nein, keine Zeitenverbesserung mehr. Storm Louis auch schon durch. Wird das durch. Und da haben wir quasi das Ergebnis im Qualifying, liebe Zuschauer. Qualifying ist beendet. Das Rennen der Gruppe 3 in der Eifel. Fünfter Lauf der Tourenwagen Masters hier auf dem Nürburgring. Wir haben eine volle Lobby und wir haben Zeiten, die durch die Decke gehen. Ich bin gespannt. Wir gehen auf den 14er, wir gehen auf Infant Elvis und starten von hinten. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Fünfter Lauf der Liga 1 hier auf Nürburgring. Die Motoren gehen nach oben, die Ampel steht auf Rot und es ist grün und wir haben ein Rennen, liebe Zuschauer, es geht los, auf geht's! So, Marvin, grüß dich, schön, dass du da bist. So, 50 Minuten volle Regen, nur gerechnet, dann essen gegangen, das ist ja okay. Ah, alles nochmal gut gegangen, ah, da haben wir schon von Mr. Easy so einen kleinen Seitenhieb gehabt. Zum Glück alle soweit ganz gut durchgekommen, wir bleiben mal auf dem Hintern.
fällt mit drauf und sehen wir mal, was da noch passiert oder eben nicht. Ja, viele Mercedes-Autos haben wir in den letzten Plätzen und einen Audi. Dann gehen wir das Feld dann langsam Stück für Stück nach vorne. So, nehmen wir noch die nächsten zwei Kurven mit. Dann schauen wir mal. Also, wir sind hier beim Infall Elvis, der auf der 14. Davor Mr. Hisi auf der 13. Der Röni, 12. Dann haben wir Little A, der sich jetzt hier innen, bremst zu viel. Oder kommt er doch vorbei? Leichte Feindberührung hier mit dem Good Cat, der natürlich nach außen getragen wird und dadurch letzter Platz ist. Sehr, sehr ärgerlich hier. Dann haben wir einen Brain Pain. Und wir haben einen Schmidder, der im Augenblick hier hüpft wie ein Känguru, leider. So, Brain Pain auf der 9, Schmidder auf der 8. Unser Lerscher Mabub auf der 7, Kollege Mondsucht auf der 6. Frank haben wir auf der 5, Dom Louis auf der 4. Dann haben wir Magnum auf der 3. Flash hat den Start quasi erste Runde nicht halten können, also sprich den ersten Platz nicht halten können und ist jetzt auf der 2. Davon haben wir eine Hayabusa. Ich denke, das ist den Hayabusa, der jetzt auf der 1 ist. Also, schauen wir mal dieses klasse Bild hier an von der langen Zielgeraden hier auf dem Nürburgring. Titel habe ich ja schon reingeschrieben. Nordschlaufe, Fragezeichen, nein. Nürburgring GP. Wahnsinn, was für ein Abend heute wieder. So, dann gehen wir mal hier auf Kollege Frank, der jetzt Mondsucht vor sich hat. Gehen wir mal auf die Motorhaube. Wir gehen ins Fahrzeug. Wir bleiben im Fahrzeug drin, liebe Zuschauer. Schauen uns mal den Mercedes von innen an. So, lila Zeit interessiert uns noch nicht, weil wir erst in der zweiten Runde sind. Da haben sie alle. Nehmen wir das zum Tanken dir? Na, also Tiger, Frosties oder Magnum natürlich mit Mandeln? Ganz klar. Ganz klar, dass wir Magnum mit Mandeln essen. Alles andere wäre nur Schokolade. So, also, sehr, sehr geil hier, was die Jungs vor sich geben. Gehen wir nochmal Schumacher ist mit. Da kommt nichts. Dann gehen wir nach hinten und haben hier deinen Teamkollegen. Ja, wieder das gleiche Duell, nur auf 7 und 8. Hier auch. Schneider Team Racing, Grün und Slow-Mo Racing. Jetzt hätten wir ein Déjà-vu, liebe Freunde. Frosty Sonderedition. Was soll denn Frosty Sonderedition so besonders sein? Wenn ich mal fragen darf. So, gehen wir mal auf die 9. Hier, wie gesagt, Mercedes ist Brain Pain auch dran. Haben wir mal kurzzeitig verloren. Wir gucken mal, was hier geht. Was hier gleich auf Start und Ziel geraten ist. 1:56.511. Neue Zeit 1:54.419. Magnum mit Frosties? Haben wir nochmal Glück gehabt. Kommt er besser aus der Kurve raus hier, Brain Pain. Und hat sich jetzt am Kollegen Schmidter vorbeigeschoben. Er ist aber außen. Jetzt macht er die Tür aber zu. Nee, nicht wirklich. Dadurch kommt der Konter jetzt hier vom Schmidter. Und wieder vorbei. Die wecken den Delfin in dir. Wäre ein geiler Slogan. So. Gehen wir auf Mr. Hisi, der eigentlich auch noch mit drin hängt, aber. Zehnter Platz im Augenblick für Mr. Hisi. Also, 10. Platz Mercedes, 9. Platz Mercedes, 8. Platz Mercedes und dann BMW. Kommen wir noch durch Schumacher S, haben wir ja gerade schon gehabt. Zack, alles gut. So, Röni haben wir auf der 11. Da haben wir ein wunderschönes Duell zwischen Good Cat und dem Kollegen Little R. R, wie auch immer.
So, Good Cat ist vorbei im Little R. Im Good Cat, ja. Problem gerade am Start. So, Kollege Infant Elvis haben wir auf der 12. So. Gehen wir nochmal nach vorne. Und schauen uns die Führungsspitze mal an. Hier sehen wir einen Mercedes und wir sehen einen Audi. Also 1,54, 332 Flash ist schon wieder dabei, die 53er Marke anzukratzen. 1,54, 4,14 und 1,54, 332. Also die zwei geben mir schon mal wieder mal richtig Gas. Und da bin ich gespannt. Also der Audi scheint hier recht gut zu gehen. Auf der Strecke. Aber Hayabusa mit seinem Mercedes top dagegen. Die beiden haben jetzt schon 4 Sekunden Vorsprung vom Magnum. Magnum weiß mit Frosties. Ja, ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde Unterschied zwischen den beiden. Bin ein bisschen mehr beim Flash. Also ich denke mal, der könnte eine Runde länger draußen bleiben. Da kommt es halt wieder auf die Strategie drauf an. Wir sind ja beim Flash, bei HRM. Der ist mit seinem Team auf Platz 4 im Augenblick in der Tabelle mit 62 Punkten vorne. Spring quasi Hayabusa, Missy und Freddy mit 123 Punkten fast schon aus der Decke der Tabelle. Ja, also das ist schon ein gewaltiger Vorsprung, was die haben. Ja, über 60 Punkte Vorsprung. PS4 von Haya, so lange gebe ich immer noch. Audi wird leider unterschätzt. Ja, aber jetzt kann er aber hier Hayabusa hier den Druck erhöhen und versucht ein bisschen wegzufahren. Eine Sekunde Unterschied zwischen den beiden. Ja, da ist doch jetzt vor kurzem ein Deutscher ist ins Weltall geflogen, oder? Biertube. Hat er die dann mitgenommen? Ist jetzt die da oben oder wie? Oder verstehe ich da jetzt was falsch? Muss man fahren können. Ja, definitiv. Definitiv. So, und die haben ja auf jeden Fall einen Dry-Kampf. Zwischen Magnum, zwischen Mondsucht und Storm Louis. Na, ein bisschen abgesetzt ist der Fang. Wir gehen mal auf Storm Louis drauf. Schaut das Ganze mal aus der Monde. Los, ihr Saarländer, gibt Gas. Jo, Maurer aus dem Saarland. Noch so ein Saarländer. Keine Ahnung, wo der herkam. Weiß ich jetzt nicht. Ja, genau, stimmt. Maurer hat er geheißen. Ja. So, also. EDRP Team Weiß, also sprich in dem Sinne Team 2. Guten Abend, Hi Motors, einen wunderschönen guten Abend. Über eine Sekunde hat der Franke Rückstand und vorne geht es hier gleich zur Sache, könnt ihr mal vorstellen. Sind sie einmal, da wirst sie nie mehr los. Ja. Also ich habe ja wirklich Dialekt. Ne? Müssen wir erzählen, wir sind ja unter uns. Ne? Also ich habe ja auch Dialekt. Ich kann auch versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Das funktioniert auch. Aber wenn ein Saarländer anfängt, Dialekt zu sprechen. Und ich habe einen Kumpel, der wohnt im Saarland. Er ist auch Saarländer. Ja. Dann grüß dich, schön, dass du da bist. Dann verstehst du den Saarländer nicht. Da denkst du, der spricht irgendeine ausländische Sprache. Ja, also Wahnsinn, es ist geil. Ohne Scheiß. Also ich finde es ja, man sollte ja nicht verbergen, wo man herkommt. Genauso wie beispielsweise Marcel kommt ja aus dem Pott. Ja, ich bin aus Franken. Wie gesagt, Jutti, Sitt und so weiter sind aus dem Saarland. Das macht's ja gerade aus. Ne? Dann verstehst du den Wort. Ja, genau, das ist es ja. Das Geile ist ja,
So schlimm ist es nicht. Ah, doch, 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 doch. So schlimm ist es. Besser sagt als besser. Ja, das ist bei uns auch mit Bayern und Franken. Bei. Achso. Hier gerade, du gehörst auch dazu, Sid. So. Geh nochmal hier drauf. So geil, Alter. Mein Kumpel von mir, der schreibt teilweise auch Fränkisch. Du weißt die Wörter teilweise, du kannst es teilweise aber nicht lesen. Das ist der Hammer. Geht's eigentlich bei euch auch so? Könnt ihr Dialekt schreiben? Das Spreewälder Gurken auch noch. Ali. So, also Mondsucht hängt im Eck vom Magnum. Gottes Willen. Ich muss das Ringfleisch. So, wir haben jetzt dann erst den Boxenfahrer, beziehungsweise die ersten zwei. Hayabusa ist in der Box, genauso wie Magnum und der Frank. Dadurch gibt es eine neue Konstellation auf der Führungsposition. Der Flash ist auf der 1. Mondsucht haben wir jetzt auf der 2. Stormlu ist auf der 3. Der Flash und Mabub haben wir auf der 4. Auf der 5 ist jetzt unser Good Cat. Ja, natürlich, also wenn es das jetzt, ne? Wahnsinn. Also wenn du das manchmal schreibst, so wie du sprichst, also Dialekt. Wahnsinn. Ich habe in der Schule das Hochdeutsch in Schreibsprache, was Schreib- und Sprache gelernt. Kalender, besser geht's. Jutti, tu mir mal einen Gefallen. Oder schreibt mal bitte, jetzt mal kurz, wir gehen gleich aufs Renngeschehen zurück. Schreibt mal bitte jeder in seinem Dialekt. Ich würde es mal interessieren, ob die anderen das erkennen, was man schreibt. Es muss nicht viel sein, einfach nur so zwei, drei, vier Worte. Ja, wäre einfach geil. Humo, lo. Ab du Dialekt schreiben kannst, Jutti. So, Good Cat haben wir jetzt auf der 5. Boxbereinigung haben wir jetzt bei Hayabusa, der jetzt auf der 6. Magnum auf der 7. Hat im Schlepptau immer noch den Frack. Dann haben wir Schmidder. Kann ich machen, ob du das Glückle willst mit was anderes. Ja, kann man machen. Ob du das wirklich willst, ist was anderes. Also es geht schon. Was, okay. Wenn wir die Saarländer hier aus dem Südschweiß, ist keiner mehr da. Doch, jetzt sind schon noch ein paar. Rennen ist echt Knorke. Ja, das klingt nach Berliner, ne? Ich gewahr. Also die Moni kommt aus Berlin. Knorke sagt man, glaube ich, auch nur in Berlin. Na? So. Mensch, denn da wissen. Ja, wie gesagt, das. Du kannst es lesen, du kannst es einigermaßen übersetzen. Es funktioniert. Aber wenn du es normal schreibst, eigentlich. So, jeden Tag irgendwie. Ich glaube, da prickst du irgendwas ab. So, Boxengasse immer noch eröffnet. Die blauen Flaggen werden auch geschwenkt. Also, Brampin auf der 9, Mr. Heasy haben wir jetzt dann auf der 10, war auch schon in der Box. So, Good Cat kommt jetzt raus. Der Röni jetzt auch aus der Box schon raus gewesen. Also, 12. Platz von Röni. Infant Elvis jetzt auf der 13, auf der 14, liebe Freunde. Mensch. Bist du. Hat. Bisschen zaubern, ja. Ja, das passt schon. Du sollst auf Saarländisch schreiben, Jutti. Nochmal, Schreibschrift, Wörtler, Hiesetz. Hat wahrscheinlich kein Mensch verstanden, ne? Aber das ist halt. Fränkisch. Da gibt es auch wieder Unterschiede bei uns. Weiß nicht, ob bei den Saarländern
gibt es wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Gruppierungen und weiß ja nicht, ob es im Ruhrpott auch da verschieden gibt, weil bei uns in Franken kannst du wirklich verschiedene Dialekte, hört sich auch alles ein bisschen anders an bei uns, wenn du jetzt aus Oberfranken kommst, aus Unterfranken oder aus Mittelfranken. So, also, wir sind in Runde 8, haben 35 Minuten noch zu gehen, beziehungsweise Runde 9. Ja. Mit der 1. Ja, Iverstar, Fränkisches Nockenstimme. Ja, ja, das ist wirklich. Du bist bei uns, fährst du 20 Kilometer weiter, der hört sich vom Dialekt schon wieder ein bisschen anders an. Der verdreht, sagen wir, A mit I und sonst irgendwas beim Franken. Beim Franken ist das schon anders. Du hörst wirklich, wo der herkommt. Bei uns. So, also, Flash 1,9 Sekunden Vorsprung. Dann haben wir Hayabusa auf der 2. Der hat 2 Sekunden knapp Unterschied. Mondsucht haben wir jetzt auf 3. Wir müssen aber auf Hayabusa nochmal gehen. Entschuldigung. Bayerisch? Nichts Bayerisch. Hier dasselbe, okay? Auf wir morgen erstmal in Berliner. Ja. Du kannst auch eine Schrippe kaufen. Hier, Sid. Hayabusa vorne mit lila Zeit. Mal schauen, ob er das halten kann. Haben wir vorhin auch schon gehabt, dass im ersten Sektor. Ja, jetzt nochmal lila Zeit, Freunde. Lila Zeit 0,034 beim Hayabusa. Der Abstand bleibt aber trotzdem gleich zwischen den beiden. Semmel, richtig. Der Quari ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Quari. Bei uns auch, von Dorf zu Dorf. Da jeder labert anders. Ja, richtig. American Cop, wo kommst du her? Jetzt haben wir nur noch blaue Zeit. Das heißt, persönliche Bestzeit hier, Hayabusa. Wir bleiben noch drauf. Runde ist eh gleich zu Ende, Freunde. Ruf mir 10 Schritten. Ja, 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 gut. Wenn die Mama Moni aus Berlin kommt, dann wirst du auch quasi aus Berlin kommen. Wischte, was? Saarland. Okay, alles klar. Okay, ich habe nichts gesagt. So, 1,54, 4,37. Keine Zeitverbesserung hier für den Kollegen Hayabusa. So, Mondsuch kommt jetzt gleich über die Linie. 1,55 glatt haben wir auf Platz 3. Dann Magnum, auch Zeitenverbesserung, 1,55, 3,96, hier vierter Platz. Fünfter Platz, Frank, bei ihm haben wir keine Zeitenverbesserung. Dann haben wir unseren hessischen Pup. Ja, der denkt über Appleboy, ne? Der denkt über Appleboy, der hessische Pup. Mama Moni kommt aus West-Berlin, nicht Berlin. Dittmann Hase. Berlin ist für mich Berlin, egal ob Ost oder West. Berlin ist für mich Berlin. Da mache ich keinen Unterschied, bin ich ganz ehrlich. So, Flash mal Bub hier auf der 6. Hier, dann haben wir Stormlui im Augenblick auf der 7. Nee, 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 ja, wie doch. Wenn ich sage, das ist ein Ossi. Das geht mal gar nicht. Da würde ich gesteinigt dafür, wenn ich das sage. Wenn ihr das unter euch sagt, untereinander, ist das was ganz anderes, hat ganz andere Gewichtung, wie wenn wir das quasi aus meinem anderen Bundesland sagen. So, siebter Platz hat aber hinter in Schmidder im Schlepptau. Hier in seiner Mercedes hier GTRP gegen Schneider Racing Team Grün. Ja, da haben wir nicht viel Abstand. Da bleiben wir jetzt trotzdem nochmal drauf, weil der Abstand unter einer halben Sekunde ist. Wir sind im Windschattenbereich, Freunde. Ja, auch hier im Hintergrund sehen wir den nächsten Mercedes hier. Brand Payne bleibt dran. Halbe Stunde noch zu gehen. 10 Runden haben wir schon hinter uns gebracht. Wahnsinn. Ich bin Ossi und stolz drauf. Ja, wie gesagt, wenn ihr das untereinander sagt, ist das nochmal anders, wie wenn wir das sagen. Weil dann hast du wieder, ja, die Ossis und hin und her. Dann fühlen sich manche wieder auf den Schlips getreten. Und das ist, deswegen seid ihr Berliner, ich war lieber Berliner, ne? Und uns alle Saarländer also machen. Auch spät auf der Bremse hier, aber merkt man, das ist immer dieser feine Unterschied, was du manchmal hast. Du willst schneller sein, bist den Tick aber zu spät auf der Bremse, verlierst aber dann wieder, dass du
Beim Gas geben verliest er dann wieder. Ja, der Jürgen Ressler ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend. Jürgen, schön, dass du dabei bist. Nimm Platz. So, Bonnie, ich hab mal so ein paar Sachen in den Chat geschmissen. Einfach, wenn ihr doch interessiert, was bei mir weitergeht. Quasi morgen geht es bei uns weiter. Beim Kollegen CT-Meister und mir. Morgen ist wieder EGTL-Sonntag. Der Sonntag hat wieder einen normalen Sinn in dem Finge. Nach dem Spendenstream ist vor dem Spendenstream. Ja, und am Sonntag geht's quasi los wieder bei uns. So, hier haben wir ein wunderschönes Duell. Ah, jetzt kommt Brain Pain langsam ran. Hier an den Kollegen. Wieder nah. Er probiert, hat sich mal gezeigt im Windschatten, quasi im Fahrzeug, im Rückspiegel mal gezeigt. So, also, wie gesagt, wer Interesse hat bei mir, dürft gerne auf Discord kommen. Seht ihr auch immer. Bei den Online gibt es auch die ganzen Rennkalender meiner Ligen. Die sind alle online. Na, dürft ihr gerne draufschauen. Morgen ist EGTL, am Montag geht's dann ganz normal weiter mit dem ganz normalen. Ja. Karte. Karte. So. Also, Duell hier wieder. Brain Pain gegen Schmidter. Das Duell ist ja noch nicht ausgestanden. Das wird sich auch, denke ich mal, noch über ein, zwei Runden hinziehen. Na, vorne ist Dom Louis, hält sich aus dem Ganzen etwas raus. Und gesagt, ob das jetzt auf Platz 8, 9, 10, 11, 12 ist, völlig egal. Die beiden geben mir richtig gut. So, wir gehen mal nach hinten zu Mr. Hizzy. Sehen wir gerade schön im Hintergrund. Der hat das Problem mit dem Good Cat. Der wird hier so richtig mal in die Mangel genommen. Windschatten fahren. Ja, at it best, liebe Freunde. Ja, hast nichts verpasst, Skywinger. Er war ja vorhin schon auf der 1, weil er ja aus der Box kam. Wir gehen aber gleich drauf. Ich gehe gleich nochmal nach vorne. Jutti ohne Ausrufezeichen. Dann hast du heiß. Quasi heiße Schokolade. Hätte ich jetzt auch ganz gern. Oh, er schiebt und drückt so ein bisschen. Versucht den Fehler quasi zu erzwingen vom Kollegen. Nein. Aber Jutti. So, gehen wir nochmal nach vorne. 15, 56. Oh, da ist ein Fehler passiert. Da ist ein Fehler passiert, du bist auch schon. Stimmt, habt ihr recht. Aber jetzt ist er dran. Er ist dran unter einer Sekunde, Freunde. So, jetzt. Genauso wie Sid schreibt und wie ich schreibe. Jutti, schreibst du es nochmal rein. Und dann funktioniert es auch mit der heißen Schokolade. So, Runde 13. Und die beiden bekriegen sich immer noch wie Star Wars. Hier zwischen den Guten und den Bösen. Genau, Jutti, jetzt hast du es. 1,54, 2,17. Ich hoffe, wir sehen nochmal die 53er Zeit. Im tollen Top-Qualifying ist sie schon gefallen. Die müssen nochmal in die Box. 25 Minuten haben wir noch zu gehen. Schaut es denn hier vom Reifenverschleiß aus? Ja. Schaut gleich aus. Der hat ein bisschen mehr Sprit drin. Mondzug schon 10 Sekunden dahinter. Also Wahnsinn, was die beiden hier schon wieder abliefern. Ja, fantastischer Motorsport hier. Ah, da hat er nicht die Kurve sauber bekommen. Da hat er ein bisschen zu stark über den Körper geräubert. Da habt ihr es dann gemerkt. Das Auto wurde instabil vorne und dann hat er das Problem gehabt,
dass er nochmal korrigieren musste. So, Unzucht auf der 3. 5 Sekunden vor Magnum. Dann haben wir den Frank, halbe Sekunde dahinter, da könnten wir auch nochmal schnell bleiben. So, Frank, letzte Runde in der Runde 4 gehabt. Wie schaut es beim Kollegen Magnum aus? In Runde Nummer 9. So, bleibt da noch Kampflinie wird hier gefahren, sehen wir es. Der fährt vorher nach rechts, dass er nicht innen durchlupfen kann. Dadurch hat der Frank hier nicht die Möglichkeit, an ihm vorbeizugehen, weil er müsste den weiteren Weg nach außen gehen und dann hier vorbei. Na, wenn er den längeren geht, weg. Ah, hat er die Chance versucht zu warnen, dass er innen vorbeigehen kann? Nein, immer noch nicht. Die Chance ist aber weiterhin da. Wir sind im Windschattenbereich. BMW gegen Mercedes. So, Schneider Racing Team Nummer Grün. Sechster Platz in der Tabelle mit 15 Punkten. Und dann haben wir GTRP Team 2. Das ist auf dem dritten Platz mit 83 Punkten im Augenblick. So, Schumacher S, bin gespannt. 190, 180, 190. Also gut 10 km/h ist der Unterschied zwischen Eingang, zwischen der Mitte der Kurve und Ende, also sprich Ausgang der Kurve. 10 km/h beim Frank zumindest. Ja, Vorsprung wächst so minimal ein bisschen an. Jetzt ist er wieder besser aus der Kurve gekommen und wir schauen uns das Ganze bis Start und Ziel an. Hier sehen wir es schon wieder. Hier Windschattenspielchen wird gemacht, beziehungsweise wird hier Kampflinie gefahren. Ah, gut durchgekommen hier vom Frank. Also ich stelle ab. Fett-Probleme kann ich nicht mehr richtig denken. Okay, Röni, was ist mit deinem Lenkrad? Oder fährst du gar nicht mit Lenkrad? Hab ich was verpasst? So. Gehen wir nochmal auf Start und Ziel, dann gehen wir nochmal von hinten durch. Probier das auf den Seite. Nein. Also, Röni hat abgestellt, leider. Kommt nicht mehr zurecht am heutigen Abend. Du mit Pet? So fährst denn du nicht mit Lenkrad? Röni. Schade. Schade, echt. Muss absetzen. Egal, ist so als er kühlt. Das ist ja fast ein Chuck Norris-Vergleich. So. Die Little Air Jungs quasi Infight. Das Little Infight Team hier mit Little Air. Und mit Infight Elvis auf 12 und 11. Dann haben wir hier Mr. Hizzy auf der 11. Good Cat macht sich ran an die beiden davor. Hier haben wir Team ARM. Dann haben wir die Jungs in Grün. Probier das vor der Kurve. Good Cat, nein. Analogstick macht nichts mehr. Ich kann nicht mehr lenken. Okay. Ja, gut. Dann wird es Zeit für einen neuen Controller, würde ich sagen. Oder ein Lenkrad. Jetzt hast du die Chance, gleich aufs Lenkrad umzusteigen, Herr Röni. Jetzt ist die Chance, aufs Lenkrad umzusteigen. Weihnachten steht vor der Tür. Beschenk dich selber mit dem Lenkrad. So, also. Good Cat ist vorbei. Die Reifen sind auch dementsprechend. Und da hat es einen Unfall gegeben. Da hat es irgendwo einen Unfall gegeben, Freunde. Wo ist ein Unfall? Ich schaue nochmal durch. Ich gehe gleich zurück. Ich habe aber nichts gesehen. Okay, gut. So, also. Good Cat haben wir gesehen. Auf der 8. Brain Pain haben wir auf der 7. Storm Louis auf der 6. Frank ist immer noch hier hinterm Kollegen Magnum. Dann sind wir bei Mondsucht. 11 Sekunden dahinter. Wie schaut es bei den beiden davon aus? Die beiden sind immer noch bei einer Sekunde. So, wir gehen hier auf den Frank und gehen mal auf die Motorhaube wieder zurück. Gute 20 Minuten noch zu gehen.
zwei Kämpfe auf 1 und 2, 4 und 5 und auf 8, 9 haben wir auch noch zwei Kämpfe. Also ihr seht, wie ausgeglichen hier die Tourenwagen-Meisterschaft ist. Also das Top-Qualifying hat damals funktioniert. Und das hat quasi die Jungs hier in die Liga gebracht. Ha? War ja damals meine erste offizielle Vorstellung der Teams. War echt aufgeregt, muss ich sagen. Ja, aber es hat doch ganz gut geklappt. Und mittlerweile, wenn ich Teamvorstellungen mache, funktioniert es auch. Und bin dann auch ganz gut im Zeitplan. So, wir haben einen neuen führenden da Hayabusa in die Box. Upsala, kurzes Andocken hier. Kurz mal sagen, hey du, ich bin da. Und beide gehen sie in die Box. Beide gehen sie in die Box. Dadurch haben wir eine neue Konstellation an der Spitze, liebe Freunde. So. Der Kollege Flash führt das Feld an. Wieder Führungskilometer für HRM. Monsuch auf der 2. Dann haben wir Magnum in der Box, Frank in der Box. Hayabusa ist in der Box. Brain Pain geht in die Box. So. Gehen wir nach vorne. Storm Louis im Augenblick auf der 3. Halt, muss ich mich hin? Da will ich hin. Storm Louis auf der 3 kommt ganz knapp vom Hayabusa raus. Der jetzt auf der 4 ist. Also im Augenblick Vorteile für den Flash. Da hier der Hayabusa hinter Mondsucht und hinterm Domlöwe vorbei ist. Aber wir haben ja Team 1 und 2. Da wird es vielleicht intern vielleicht was geben, dass er aus Versehen mal vielleicht früheres Bremsen anfängt. Man weiß es nicht. Ja, könnte das drüber nachdenken. Aber wenn du schneller bist, dann passiert es eigentlich automatisch. So, dadurch haben wir jetzt ja, wie gesagt, Good Cat, der ja noch nicht in der Box war, auf dem 5. Platz. Mr. Hizzy kommt auch weiter vor auf dem 6. Platz. Magnum hier in der New Edition mit Kellogg's Frosties. Magnum weiß mit Frosties. So war's vorhin. So, Magnum auf der 7. Mercedes hat alles unter Kontrolle. Ja, schaut im Augenblick auch wirklich so aus. Na, wie gesagt, aber Mondsucht ist auf der 2, Skywinger. So, jetzt ist auch Flash drin. Jetzt bleibt man beim... Alter, was ist denn da los? Sonne scheint oder was? Oder habt ihr mal Meditation? So, Mondsucht geht in die Box. Domblui ist quasi im Duell mit seinem Teamkollegen. Ah, da muss er fast zwangsläufig aufgeben, also sprich nachgeben. Weil erstens hat er einfach das schlechtere Material. Sehen wir da. Und damit würde ich aber nicht weiterfahren. Ganz ehrlich, mit dem. Ja, genau. Er fährt auch rein. Und jetzt sind wir beim Hayabusa. Und jetzt bin ich gespannt, wo er rauskommt. Hier der Kollege Flash. Jetzt haben wir im Augenblick auf der 1. Bin gespannt. Kommt der Flash vorher raus? Hayabusa im Augenblick auf der 1. Nein, Flash ist drauf. Flash ist drauf. Liebe Freunde, Flash hat die Führung wieder übernommen. Es hat sich ausbezahlt. Da schaut mal an, wie eng das ist zwischen den beiden. Da haut es sich doch nieder. Wahnsinn. Da hat die Boxenclub richtig gut gearbeitet. Was? Meine dummen Mechaniker haben das Arbeiten eingestellt. Wir haben heute keinen Lohn. Was? Man muss direkt neu suchen. Ja. Ja, wenn die von der Rollator Gang sind, ja dann, lieber Röni, dann sind die halt leider nicht so schnell, weil sie ein gewisses Alter haben. Sag doch mal ein bisschen nachsichtiger, ey. Immer die jungen Hüpfer da im Baujahr 94, die dann hier die Rollator-Gang da so, weil hier sich zu Tod arbeiten noch müssen. Mann, Röni, ein bisschen mehr Respekt vom Alter hier, mein Freund. Ja, ja, so, 1,1 Sekunden Vorsprung zwischen 1 und 2. So, nochmal Zeitenverbesserung, persönliche. Wir wären schneller gewesen und korrekt. Ja. Abgehört, Haya hat während seines Stopps ein Kaudrum. Was hat denn dann der Flash gemacht? Ist der dann einmal um den Block gerannt und hat sich bei McDonald's noch was geholt? Das ist die Frage. Ja, die Rolade Boxentour. Ja, genau, Rainer.
So, bin mal gespannt. Hier ab Hayabusa sich den Kollegen noch krallen kann. 15 Minuten. Knapp 15 Minuten haben wir noch. 14:20 auf der Uhr. Blaue Flanke wird geschwenkt, also wird dann irgendwo auf der Strecke ein Überrundeter kommen. So, gehen wir mal weiter. Unsucht im Augenblick allein auf weiter Flur. 11 Sekunden nach hinten, 11 Sekunden nach vorne. Geht im Augenblick nicht. So, Magnum hier. Kann sich ein bisschen absetzen. 1,1 Sekunden. Vom Frank. Dann unser Frankfurter Jung. Hier auf Position Nummer 6. Ja, mit Frostesgeschmack. Genau, den brauche ich jetzt. Also, Rüni, Lenkrad her. Jetzt hast du die Chance. Lenkrad. So, Stormblue jetzt auf der 7. Unser Good Cat auf der 8. Hat 1,3 Sekunden Vorsprung vom Brainpain. Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. 2,8 hat der Schmidder und der Brainpain hier zwischen sich. Dann Schmidder und Mr. Hissy. Auch 3 Sekunden Unterschied. Ein bisschen größeren Unterschied haben wir beim Infert Elvis. Und beim Kollegen Little R. Also gut, meine Tastatur hat sich wieder mal getrennt, richtig? Richtig gesehen. Geht doch. So. Und die Konsistenz von Frittenfett. Ja, das wäre eine Mischung, ne? Hätten wir mal gucken, ob die Konsistenz dann so passt. So, Hayabusa versucht sich dran zu kleben an den Kollegen Flash, aber der fährt halt auch im Augenblick hier auf anderen Atmosphären, ne? 1:54.407, die schnellste Zeit. Die 1:54.329 hier. Jetzt persönliche Bestzeit vom Hayabusa, aber 54.602 hier vom Flash. Also, kommt ein bisschen ran, aber das ist Kurveneinfahrt, Kurvenausfahrt, ne? Da sind die Reifen minimal besser, sogar beim Flash, liebe Freunde. Die eine Runde könnte das Zünglein an der Waage spielen, was ich aber bei diesen beiden Fahrern nicht glaube. Wenn du einen Fehler machst, dann bist du vorne. Die beiden fahren einfach konstant bis zum geht nicht mehr. 54. Dann hast du 55 dementsprechend beim Hayabusa. Dann hast du 55. Also ist schon Weltklasse, was die beiden hier wirklich zusammenfahren. Also, starkes fahrerisches Erlebnis, genau. Mal abwarten, ne? So, wo haben wir jetzt die anderen Jungs? Eine Sekunde immer noch zwischen Franks und Magnum. Ja, 1,3 geht auch nicht viel. Dann gehen wir mal hier auf Frank und den Magnum. Mondschein Crew, Hagengas, Wubub, Zebra and Pain. Ah, jetzt unter einer Sekunde. Frank muss jetzt so langsam den Gas Hebel noch weiter durchdrücken, wenn er da noch vorbei sei, wenn er noch vorbeifahren will. Sechster Platz in der Tabelle, der Frank mit seinem Team. Und dritter Platz hier der Kollege Stormlui mit seinem Team. Knappe halbe Sekunde Unterschied. Die letzten 10 Minuten läuten wir gleich ein. Die letzten 10 Minuten läuten wir gleich rein. Frank, Zeit 1:55.304. Jetzt 1:55.799. Wie schaut es denn beim Magnum aus? Der hat 1:56.077. Ja, oh, werde gebremst hier. Mal schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Ich habe auf die Zeit nochmal geguckt, liebe Freunde. Bitte entschuldigt. Hier haben wir nochmal die Start- und Zielgerade. Dann kommt der Windschatten, der boostet nochmal und dann ist er schon auf der Bremse kurzzeitig danach. Dann hat er sich reingeschlichen hier. Schneider Racing Team ist aber außen.
Frank ist außen, ist es aber direkt dahinter. Jetzt ist er direkt dahinter, liebe Freunde. Und hier geht's um Platz 4 und 5. Also schaut's euch an. Wir haben 50 Minuten. Und was ist? 10 Minuten vor Ende hängen die immer noch zusammen. Genauso wie die vorderen zwei. Da schnallst du doch ab. Ah, hier sehen wir schon wieder unterschiedliche Fahrlinien von den beiden. Der eine holt ein bisschen mehr aus, versucht die Kurve dann spitze anzufahren. Ein bisschen fast weit rausgekommen. Oh, ist er fast ein bisschen weit rausgekommen. Macht sich auch in der Zeit bemerkbar, liebe Freunde. Kleine Fehler bestraft es, liebe Rennspiel, sofort. Ah, da war der jetzt zu schnell. Er hat durch das Gequietsche, wenn ihr es gehört habt, hier gehört, hat ein bisschen über die Vorderräder geschoben und dadurch hast du das Problem, dass du nicht mehr wirklich so gut einlenken kannst. Also, mach mal lieber ein Tickchen früher bremsen, dadurch kannst du dann eher einlenken. So, wir gehen nochmal nach vorne. Wie schaut es bei den zwei Streitern da vorne aus? Da sind wir auch unter einer Sekunde. Ja. Wir haben drei Hersteller auf den ersten drei Plätzen. Der Wege. Sitt gesagt. Herr Doritan, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Den Platz fühle ich wohl. So, jetzt kurzzeitig aufgebaut. Eine über eine Sekunde. Wahnsinn, was da abgeht, ey. 54.828 zu 54.2520. Also, Flash hat nochmal den Gasriegel hochgedreht. 7 Minuten noch. 7 Minuten noch zu gehen. Plus Restspielzeit. Könnten eventuell noch 3 Minuten Verlängerung oben drauf kommen. Wir wissen es noch nicht. Was? Jetzt hast du schon so eine Vorstellung. Da hast du schon so eine Vorstellung von Hayabusa und du kommst halt einfach an dem vorbei. Brain Pain ist auf 9. Warte, war doch Udo. Wenn ich mich nicht irre. Auf der 9, da hat er 2,6 Sekunden Rückstand hinterm Goodcat. Da geht im Augenblick aber nichts noch. Schaut es bei Goodcat aus, 7. Schaut es bei Frank und ja, im Augenblick die beiden engsten Duelle haben wir zwischen Frank und Magnum und zwischen Hayabusa und dem Flash. Aber schaut euch immer wieder dieses Bild an auf der Start- und Zielgeraden. Einfach Weltklasse. Er probiert es wieder auf der Bremse und hier gibt es wieder die Berührung. Aber schaut es euch an, das ist doch fairer Motorsport. Sehr, sehr geil. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. So muss Motorsport sein, liebe Freunde. Er probiert es wieder. Er fährt, probiert es wieder und hat gemerkt, ey, es war nicht okay von mir und lässt den Kollegen Magnum wieder den Vortritt. So muss Motorsport sein. Das ist fair. So ist das richtig geil. Das können sich einige Ligen abschneiden, was die Fairness betrifft. So muss es sein. Also, sehr fair vom Fahren. Genau, richtig. So muss es auch sein. David. Die fahren ja die ganze Zeit und fighten die ganze Zeit. Dann gehört sowas auch dazu. Klasse. Einfach nur klasse. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. So, wir gehen nochmal die Reihenfolge schnell durch. 5 Minuten haben wir noch. Also, eins ist immer noch Flash. Der immer noch selben Abstände wie vorhin hat, knapp 0,8 Sekunden. Dann haben wir zwei Hayabusa. Der Mondsucht auf der 3. Magnum immer noch im Duell mit Frank, haben wir gerade gesehen, 4 und 5. Und der Flash haben wir Bub hier auf der 6. 7 haben wir unseren Storm Louis. 8 ist Goodcat. 9 haben wir unseren Brain Pain. 10 ist Schmidder.
Dann haben wir Hisi auf der 11. Unser Invite Elvis auf der 12. Little auf der 13. Und ein Problem immer noch beim Rüni. Rüni immer noch ein Problem in der Boxengasse. Das schaut nicht gut aus für Rüni. So, 4 Turbo. Bleibt es Haya im Tunnel. Schau mal. 2 Runden gibt's noch. Minimum. Frank bekommt Blumen von mir. Faires Manöver heute. Sehr, sehr geil gemacht. Also, muss man auch sagen, neidlos anerkennen und der Fahrer des Tages. Egal, was passiert, Fahrer des Tages, jetzt schon der Frank. So, immer noch 0,8 Sekunden. Der lässt nicht locker. Hayabusa probiert alles, aber der Abstand vom Flash zum Hayabusa ist immer noch gleich. Als wenn ich gesagt, ey du, wir bleiben bei 0,8. Das ist egal wie. Ey, 0,8. Das haben wir nicht nur in der Runde 20 geschafft. Das machen wir in der 21. dann noch. Ach ja, 22. Hey, 23. Geil. Wahnsinn, ey, was die für Sachen zaubern. Und hier, schaut mal auf die Zeit, ne? Bestzeit. Flash 1,54,217. Hayabusa in der 20. 1,54,285. Da fällt dir nichts ein. Da fällt dir nichts ein. Und wir haben auf jeden Fall 2 Runden noch, liebe Zuschauer. Wir haben noch 2 Runden. Jetzt kommt's da an. Jetzt muss der Hayabusa das Gas durchdrücken, liebe Freunde. Jetzt geht's los. 25. Runde. Auf geht's, Hayabusa. Angriff. Und jetzt ist er dran, liebe Freunde. Jetzt ist er dran. Stellt schon mal euren Champagner kalt. Jetzt kommt es zum Showdown in den letzten 2 Runden. Feuer frei, würde ich sagen, hier für die beiden Protagonisten in ihren Boliden. Jungs, lasst die Fingernägel ganz. Ja, krallt euch lieber an dem Stuhl fest, was habt. So, Flash nochmal pumpen, muss nochmal in die Box. 2 Runden vor Schluss ist das natürlich ärgerlich. Wir gehen nochmal rein in die Motorhaube. 0,6 Sekunden. Windschatten kickt jetzt kürzer. Aha! Entschuldigung. Mal Bremse hier vom Hayabusa. Jetzt haben wir Schumacher S, Freunde. Von beiden lassen sie Reifen natürlich nach, ganz klar. Und beide sind bis in die Haarspitzen motiviert, das Ding zu gewinnen. Man muss aber auch Flash Respekt zollen, dass er so lange vorne bleibt. Man muss aber auch, wie gesagt, auch Hayabusa Respekt zollen, dass er so lange mithalten kann. Also wie gesagt, das muss er auch können, so konstant zu fahren. Ab das Zeitstrafe gekostet. Das könnte Zeitstrafe gekostet haben, liebe Freunde. Kostet jetzt Zeitstrafe? Er hat doch eigentlich abgekürzt. Nein, hat er nicht. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Letzte Runde. Let's go, liebe Freunde. Auf geht's. Runde 27. Jetzt gilt's wirklich. Jetzt der erste Angriffsversuch vom Kollegen Hayabusa. Hat noch nicht funktioniert. Hat sich auf jeden Fall gezeigt. Ah, hat er versucht zu reinzustechen, hat sich dadurch aber war ein Tick zu schnell durch den Windschatten. Ah, hat man gemerkt. So, 0,4 der Abstand. Er kommt wieder näher, der Windschatten zieht schon wieder. Ah, besser aus der Kurve gekommen, Flash. Wir gehen nochmal auf Hayabusa und schauen uns das Ganze. Und da Zeitstrafe, liebe Freunde. Zeitstrafe, du kannst es nicht ausmalen in der letzten Runde. Und das wird es mit dem Sieg gewesen sein. Ey, du feinest hier 26 Runden in der letzten Runde. Holst du die Zeitstrafe? Komm, Flash, hol dir doch eine Zeitstrafe ab, bitte. Tut dir den Gefallen. Ja, nein, nein, nein. Was macht denn hier? Was ist denn jetzt los? Freunde, was geht jetzt hier gerade ab? Er schiebt die Karre hinaus. Der Kollege Flash
Nein! Was geht denn hier gerade ab, ey? Noch Zeitstrafe, halbe Sekunde hat er und da hat er sogar noch die Chance, Flash doch nochmal ranzukommen. Freunde, vorletzte Kurve. Vorletzte Kurve, ich schaue mir das vom Flash seinem Auto an. Er muss ja vorne noch Zeit abbauen. Der Kollege Hayabusa, das wird ein Anschlagfinale zum Schluss auf der Geraden. Schauen wir das an. Freunde, das ist ein Fotofinish. Das wird doch ein Fotofinish. Das kann doch gar nicht fast so sein. Es gibt so einen Flash, gewinnt das Ding noch. Der Flash gewinnt das Ding noch. Durch die Zeitfrage von Hayabusa gewinnt es noch. Ja, da wird's doch zum Giganten. Ey, Wahnsinn, was die beiden hier in den letzten zwei Runden aufs Tableau gesetzt haben. Ja, Bruder, ey. Oh, da ist er. Hast du ja keine Stimme mehr als Kommentar, der Bruder Verwalter. Wahnsinn, was für ein Finale. Ach ja, Mondsucht ist dritter. Nein, herzlichen Glückwunsch, Mondsucht. Hier auf dem dritten Platz. Magnum kommt hier im Flug auf Platz 4 noch. Rennt jetzt vor Frank. Auch geil. Was für ein Herzschlagfinale. Dann haben wir hier auch noch. Was ist denn mit euch los jetzt die letzte Runde? Storm Louis holt sich noch den 6. Platz. Good Cat auf 7. Brainpain kommt hier als 8. über die Bühne. Mr. Hissy auf 9. Und wir gehen gleich nochmal in die GR. Flash gewinnt das Ding doch noch und du glaubst es nicht. Du glaubst es doch nicht. Was ist denn das für ein Fight gewesen, liebe Freunde? Hä? Erklärt mir doch das. Kann's nicht erklären. Kann's gerade nicht erklären. Einen Augenblick noch. Freunde. Also, gehen wir nochmal zurück. Also, Wahnsinn. Brutal. Also, ehrlich, Hammer hartes Rennen. Wahnsinn, was alle geboten haben. Du hast jetzt hier zum Schluss nochmal drei Leute gehabt, wo ich um die Wurst ist. Entschuldigung, dass ich da nicht drauf geblieben bin. Es ging um den Sieg. Also, bitte verzeiht es mir an den anderen Jungs. Wahnsinns Show hat geliefert. Brutal. Also, Frank. Entschuldigung, nicht Frank, sondern Flash auf der 1. Hayabusa auf der 2. Brutal. Hätte der nicht die Zeitschrift gehabt, hätte er das Ding doch noch geholt, nachdem er der Flash in der letzten Runde den Fehler gemacht hat. Wahnsinn, ey. Brutal. So, dann haben wir Mondsucht auf der 3. Magnum auf der 4. Frank haben wir auf der 5. 6 haben wir Storm Louis. 7 haben wir Good Cat. 8 haben wir unseren Brain Pain. 9 haben wir Misty. 10 haben wir Schmidter. 11 haben wir unseren Flash Mabub, der leider die bessere Platzierung durch seinen Boxenstopp in der vorletzten Runde nochmal hergegeben hat. Also Wahnsinn. Dann haben wir Infant Elvis auf der 12, Little Air auf der 13 und Röni musste sein Fahrzeug abstellen zwecks Controller Defekts. Beste Runde, schnellste Runde war der Flash mit 1:54.211. Vielen, vielen Dank schon mal, Rainer. So, wir gehen in die Endszene rein, Freunde. Wir gehen in die Endszene rein. Sagen erstmal vielen, vielen Dank an euch alle für die Unterstützung heute, an die ganzen Bits, an die ganzen Follower, an die ganzen Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt heute den Chat wirklich zum Erliegen gebracht. Ne? Es war wirklich sehr, sehr geil. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Freunde, eine Sache habe ich aber euch noch. Bevor ich euch den Feierabend entlasse, haben wir noch hier. Morgen geht's los. Bei mir IGTL geht los. Rennen Nummer 2 haben wir am 14. bei mir die Liga 3 und 2 auf dem Kanal Trio Expressway. Da sind wir zu Gast. Na, ab 15:45 Uhr
immer zu Gast. Also wie gesagt, ich schreibe es dann nochmal in Discord, bei Facebook, Instagram und so weiter. Könnt ihr gerne zuschauen, wenn ihr morgen nichts vorhabt, gerne. Danach gehen wir natürlich zum CD-Meister rüber, raiden wir rüber und da machen wir dann quasi. So, liebe Freunde, wir danken euch ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Binockel, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für euch und wir noch hinraden könnten. Fakt. Mal so sagen, machen wir einen Raid noch fertig. Heute. Gehen wir mal zum Race Pace rüber. Macht im Augenblick Assetto Corsa. Wird sich, denke ich mal, auch nette Kommentare von euch. Und dann würde ich mal sagen, es hat mir heute extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die schönen Stunden quasi, was wir zusammen verbracht haben. Vielen, vielen Dank. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht's hier zum Race Pace rüber und diesen Sinne. Hat man noch, wo ist mein Raid? Da ist mein Raid. Schauen wir mal, lass mal ihn überfallen und guten. So, bis dann, bis morgen.